Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 der Reihe um Bruce Lee 50 Jahre später. Da diese Folge schon im Englischen über 3 Stunden lang ist, werde ich diese Folge aufsplitten in Folge 12a und Folge 12b. Das macht ansonsten überhaupt keinen Sinn, weil ich hier garantiert 3,5 bis 4 Stunden am Erzählen bin. Also, wir müssen davon ausgehen, dass das, was in den Vereinigten Staaten da passiert ist und auch weiter passiert, dass das zum großen Teil tatsächlich geskriptet ist. Das heißt, wir haben jetzt hier Laurel Canyon und solche ganzen speziellen Gebiete, die also durchsetzt sind von Geheimdienst, durchsetzt sind von regierungstreuen Menschen, die da gewisse Aufgaben zu übernehmen haben. Und das ist eben genau da in der Ecke, wo eben da diese ganzen Sachen stattgefunden haben, 1969. Das ist alles um die Ecke, wenn man so will. Ja, weil Laurel Canyon alleine schon, Laurel, meint er jetzt schon wieder den Lorbeer. Also da sind wir schon wieder beim Lorbeerkranz und dem, ja, Siegessymbol, wenn man so will, von dem Römischen Reich. Lorbeer wurde dann noch assoziiert in Griechenland mit dem Gott Apollo. Ja. Und dieses Projekt Laurel Canyon, sagt eine Webseite, wäre modelliert zu dem Monte Verita Community in Ascona, Switzerland. Das hat jetzt mit dem Opel-Modell nicht so viel zu tun, aber Monte Verita heißt eigentlich der Berg der Wahrheit, Monte Verita. Ja, nicht Stan Laurel. Obwohl der sich natürlich auch aus gewissen Gründen vermutlich diesen Spitznamen genommen hat. Ja, und den Lorbeerkranz, diesen Laurel, sieht man jetzt hier auch hier im Emblem der Vereinten Nationen ganz prominent. Ja, mit 33 Segmenten. Es ist echt unfassbar, wie diese Welt einfach komplett regiert wird von der dunklen Seite. Und die Menschen, die sehen es nicht, weil sie es niemals gehört haben. Keiner denen das erzählt. Und es einfach eine Elite gibt, die einfach über die Menschen herrscht. Schon immer. Es waren immer die Priester und Schriftgelehrten. Es war nie jemand anders. Und ganz viel, was draußen passiert, ist einfach geskriptete Realität. Das heißt, dem liegt also ein Drehbuch davor. Wenn es also irgendwelche Anschläge gibt, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die dann plötzlich die Leute aus der Fassung bringen, warum auch immer, dann ist das alles schon geplant. Dann ist geplant, wie die Sache läuft. Dann ist auch geplant, wie die Sache vertuscht wird und da ist auch geplant, die Gegenentwürfe oder die sogenannten Theorien, die dann aufgetreten werden, wo sich dann eine ganze Gemeinschaft dann mit beschäftigt. Alternative Medien sozusagen und alternative Theorien und alles, ist alles dann erlaubt, solange du nicht den Frame in Frage stellst oder nicht fragst, wer den Frame überhaupt gemacht hat, also wer den Rahmen da gezogen hat, wer den Rahmen vorgegeben hat, wer hinter der ganzen Aktion steht. Deswegen sage ich ja auch, das ist nicht so wichtig, wie der Kennedy jetzt da angeschossen wurde oder wie auch immer. Es ist wichtig, wer dahinter steckt und wer die Macht hat, das alles über so einen langen Zeitraum dann aufrechtzuerhalten, indem die Leute also links und rechts an der Nase herumgeführt werden. Wir werden das ganz, ganz später in dieser Reihe dann mit aufdröseln. Aber jetzt im Augenblick konzentrieren wir uns jetzt hier auf Laurel Canyon in den Vereinigten Staaten. Und ich verweise jetzt nochmal an dieses Buch von Dave McGowan, Weird Scene in Laurel Canyon. Leider gibt es das meiner Wissens nach nur in Deutsch. Davon habe ich über 20 Videos gemacht, indem ich die nachvertont habe mit einer Computerstimme. Und dann kann man sich das dann, wenn man Englisch können würde, kann man sich das dann anhören. Ich mache mal eben hier einen Verweis dazu. Moment bitte. So, das ist genau dieses Buch. Seltsame Szenen im Canyon. Der Laurel Canyon, der Lorbeer Canyon, versteckte Operationen und das dunkle Herz des Hippie-Traums. Das ist ein Buch, was sehr, sehr interessant ist, wenn man da jetzt mal so die Rockgruppen oder die Künstler der 60er Jahre jetzt mal sich so angucken möchte. Ja, dann hat man schon einen ganz guten Überblick, finde ich eigentlich. Habt ihr das auch mal gesehen und das findet ihr auf meinem Zweitkanal. Und unter diesem Video werde ich wirklich diesmal dran denken, da die Adresse einzufügen. So, das ist der Kanal, der heißt Alpha und Omega. Und hier sind die ganzen Sachen, die ich schon hier im Juli hochgeladen habe. Also ich war im Sommer überhaupt nicht untätig. Ich habe das alles schon vorbereitet hier. Ganze Masse von Videos hier. Wo, wenn man Englisch kann, braucht man das alles nicht. Wenn man aber keine Lust hat, ein Buch zu lesen, kann man sich das anhören. Okay?
Nur eine Möglichkeit. Und diese Menschen, die da gewohnt haben, und ganz viele Musiker dann eben, sind eben Militärpersonal. Die stammen von Militärfamilien. Zum Beispiel jetzt hier von den Doors der Jim Morrison. Alle Menschen haben damit zu tun, mit diesem Projekt der Vereinigten Staaten. Brian Wilson, die Beach Boys, deswegen hat der ja auch nicht zufällig, würde ich mal vermuten, eben den Charles Manson da kennengelernt. So, hier, The Mamas and Papas, ne? Monday, Monday und so weiter und so fort. California Dreaming und so, ja, das ist alles ein Projekt, ne? Ne? Charles Manson sowieso, klar. Und du denkst jetzt hier, oder ihr denkt jetzt hier, der hat jetzt rein zufällig die Beach Boys kennengelernt, indem er einfach mal den Daumen rausgehalten hat und per Anhalter dann irgendwie mitgenommen wurde, ach, zu seinem Haus und, ach, Leute. Ja, tatsächlich. Klar. Ja, also gibt es noch mehrere. Das ist ganz schön beeindruckend hier, die Masse von Leuten, wenn man ein bisschen älter ist, ne? Ich denke jetzt so an einen gewissen ganz netten Poster, der die Wahrheit in seinem Namen hat. Der dürfte das jetzt auch alles kennen hier. David Crosby, der Sänger von den Byrds. Sohn eines Militär-Intelligence-Officers, also Geheimdienst-Militär-Major Floyd Delafield Crosby. Ja. Fotograf von Edgar Allan Poe-Movies, der auch wieder eine jesuitische Verbindung hatte. Ja, der größte Hit von den Byrds war eben ein Cover von Mr. Tambourine Man, der nichts anderes, oder das nichts anderes ist als ein Cover von Bob Dylan. Was nichts anderes ist als Mr. Tambourine Man ist Lucifer in Ezekiel 28. Aber wer weiß das? Hier steht's drin: 28, 13. In Eden, im Garten Gottes warst du. Mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt: mit Sardes, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Ja, der erste Musiker der Welt, Luzifer, der alte Name von Satan. Ne? Denn in Eden war sonst nie jemand von irgendwelchen weltlichen Königen nachher. Mr. Tambourine Man. Mr. Tambourine Man, play a song for me von Bob Dylan. Nehme ich mit auf eine Reise in deinem magischen Schiff, breite deinen Zauberspruch oder deinen Tanzspruch, deinen Zauberspruch aus auf meinem Weg. Cast your dancing spell. Cast your way, also sprich deinen Zauberspruch aus. Ja, dann hast du Eric Burdon, The Animals, Freund von Jimi Hendrix, John Lennon und so weiter. Dann hast du Frank Zappa, wo etwas mit zu tun hat mit Geheimdienstprogrammen, MK Ultra und so weiter und so fort. Harry Houdini, Zauberkünstler. Wo willst du denn anfangen? Iggy Pop hier, Best Buddy, tollster Freund von David Bowie, Jackson Brown. Den fand ich mal gut. Running on Empty. Ja. Hier. Jackson Brown. Born einer Militärfamilie in Deutschland. Ja. Janis Joplin. Hat den Jesuiten. William Bennett getroffen. Jay Sebring. Unser Friseur wohnt da auch. Alle Leute, die da wohnen, sind also irgendwie, sagen wir mal so, zumindest verdächtig. Und von manchen ist es dann eben bekannt. Jim Morrison, die Doors. Jim Morrison steht jetzt hier nicht drin, aber ist ganz klar, sein Vater ist in der Admiralität oder zumindest in der Marine, hochrangiger Commander eines Patrouillenbootes, das dann angegriffen worden ist in Vietnam und deswegen dann den Vietnamkrieg entfesselt hat. Die mussten dann zumindest eine offizielle Sache haben. So ähnlich wie so der Angriff auf den Gleiswitz-Sender da, was ja die Nazis da voraussichtlich erfunden haben. Hört gar nicht mehr auf, ne? Hat alles zu tun mit Drogen, ganz viel mit Drogen wohl, logischerweise Ende der 60er. Angeblich hat es dann mit Missbrauch zu tun. Ja, Natalie Wood zum Beispiel hier unten, auch sehr interessant, hat zusammengespielt mit James Dean. Denn, jetzt weiß ich gar nicht, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, das müsste der gewesen sein. Rebel Without a Cause, Natalie Wood, die dann ertrunken ist auf dem Schiff, weil sie ja nicht schwimmen konnte und irgendwie nach einem Streit mit Robert Wagner dann über Bord gefallen ist, die offizielle Variante. Der Captain hat da wohl ein paar andere Dinge dazu gesagt, aber das wird ja nicht mehr aufgerollt. Ja, Ausley Stanley hier von The Grateful Dead, der dann umsonst Drogen verteilt hat und so weiter und so fort. Also die haben alle miteinander da zu tun. Ne? Das ist eine Community. Das ist, ja, wenn man so will, ist das halt alles Nachbarschaft. Ne? Jeder kennt jeden irgendwo.
Ja, und deswegen, das ist, man glaubt es ja gar nicht, wenn man das jetzt nicht so sieht und wenn man das nicht recherchiert. Ja, das sind alles so Menschen, die irgendetwas mit dem Militär zu tun haben, die da residiert haben. Wie es heute ist, kann ich nicht sagen, ist aber auch nicht relevant für die Untersuchung hier. Aber dass da so Namen auftauchen wie Jackson Brown, der also nur wirklich jetzt total unverdächtiger Liedermacher einfach so ist. Ne? Wer kennt Jackson Brown? Ich kenne ihn aus meiner 1980er Zeit, wo ich mich da stark für solche Musik interessiert habe. Aber ja, auch wenn man einen Film dreht, The Wrecking Crew mit Sharon Tate, ja, dann heißt auch genau so eine Band so, Studiomusiker, die eben die Musik aufgenommen haben für die Mamas und Papas und The Beach Boys. Ne? Also die Frage ist ja, sind das alles nicht nur Aushängefiguren, die dann irgendwie so braungebrannte California-Jungs und Mädels sind? Oder stecken da nicht irgendwelche bezahlte Musiker hinter, die dann die Aufnahmen machen und das alles produzieren? Ne? Ich meine, dieselbe Frage kannst du dir auch in anderen Fällen stellen, wie beispielsweise bei den Beatles. Ne? Stell dir die Frage doch einfach mal. Ja, auch seine Frau hatte offiziell eine Überdosis 1976, also hat wohl ganz viel so mit, haben die Leute irgendwelche Probleme da. Das ist das Album, was ich immer irgendwie total nett fand, auch von der Gestaltung des Covers hier, ne? Wobei, das erinnert mich natürlich schon so ein bisschen an Stairway to Heaven von Led Zeppelin, ne? Aber Jackson Brown war da schon einer so meiner Sachen, wo ich dachte, jo, jetzt hast du endlich geschafft, jetzt hast du mal die Musik der Erwachsenen und hängst jetzt nicht immer hier so mit Disco-Pop rum. Aber selbst der kommt aus einer Militärfamilie. Schon mal interessant in dem Zusammenhang jetzt hier. Ne? Was hieß nochmal Cielo Drive? Das hieß die Auffahrt in den Himmel. Ne? Wir erinnern uns, ne, wo die Morde da passiert sind an Sharon Tate und den anderen vier Personen da, plus dem Kind. Ne? Das war Cielo Drive. Und Cielo Drive heißt die Straße zum Himmel. 10050 Cielo Drive. Und jetzt hast du ein paar Jahre später so ein Cover hier mit einer Straße, die in den Himmel führt. Interessant. Ist natürlich alles ein Zufall wahrscheinlich. Aber gut, gehen wir weiter. Ja. Sal Mineo hat da auch gewohnt. Jetzt wird es also ganz schlimm. Sal Mineo ist der einer der Hauptschauspieler, wiederum in James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun. Film ist der ja auf eine, der in der deutschen Version jetzt so heißt, nach einem Bibelzitat, logischerweise, dass Jesus Christus am Kreuz spricht, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber im Amerikanischen heißt das der Rebell ohne Grund oder der grundlose Rebell. Wenn du dir jetzt erstmal anschaust, der grundlose Rebell, dann wäre das eigentlich zu passend auf den Teufel, Satan / Luzifer, der die erste Revolution zettelt hat im Himmel. Und alle diese Top-Schauspieler aus diesem Film hier, James Dean, Sal Mineo und Natalie Wood, dieses Dreigespann, die sind alle umgekommen. James Dean, 1955, Autounfall. Sal Mineo, weiß ich jetzt im Augenblick nicht wann, ein Anschlag, jemand, der ihn da erstochen hat auf einer Straße oder so. Und Natalie Wood ist ertrunken, 1981 oder so, die Ecke rum. Das ist eine komische Welt, oder? Und jetzt haben schon Sal Mineo und Natalie Wood und auch James Dean da in der Nähe von Laurel Canyon gewohnt. Ja, die Eagles genauso, hier Hotel California, was eine Reminiszenz höchstwahrscheinlich ist an die Church of Satan von Anton Saint-Olaver. Ihr erinnert euch, genau da, wo Susan Atkins, einer der Hauptangeklagten im Manson-Prozess, oder im Mordprozess besser gesagt, dann da oben ohne rumlag. Und die Eagles haben also da auch gewohnt und die ihr Unwesen getrieben. Ne? Alle möglichen Leute, die alle so mit den 60ern zu tun haben. Das ist jetzt die Geschichte dieses Laurel Canyons. Das war sehr, sehr, ganz viele Menschen waren dann da, die zu tun hatten mit Fotografie, mit Film und Fernsehen. Harry Houdini hatte mit dem Geheimdienst zu tun, Scotland Yard. Später hat es da ein Filmstudio gegeben, nämlich Lookout Mountain Air Force Base von Laurel Canyon. Das hat eben ein Fernsehstudio dann damals gewesen ist. Entschuldigung. Und das ist also auch ganz interessant, dass es da ein Fernsehstudio gibt, was also irgendwelche Pro-Militär-Filme macht, ne? Also für die Kriegsindustrie. So, wir sind jetzt hier beim Cielo Drive 10050. Das ist genau dann da, wo die Morde hier stattgefunden haben. Und hier ist der Lookout Mountain. Das sieht jetzt weit aus, weil das jetzt hier 8 Meilen sind. Das sind ungefähr so 13 Kilometer ungefähr. Aber das ist natürlich auch nur die Umwegstrecke jetzt hier mit Auto. Links, rechts und hoch und runter und so.
wenn du die direkte Linie ziehen würdest, dann wärst du da wahrscheinlich jetzt irgendwo so bei 6, 7 Kilometer oder so. Also es gibt Leute, die sagen, man hätte jetzt vom Lookout Mountain, das ist ja ein sehr schöner Lookout, heißt ja so Ausguck, ne, hätte man da sogar Cielo 3 sehen können. So, dieses Lookout Mountain Filmstudio sehen wir jetzt hier so ein bisschen, oder zumindest sieht man deren Produkte. Hier sieht man jemanden, der sollte euch auch bekannt vorkommen. Der Mensch heißt, also ich weiß jetzt nicht, ob er das wirklich so heißt, aber zumindest im Film heißt er James Stewart. Ne? Da gibt es ja diesen furchtbaren Weihnachtsfilm. Ist das Leben nicht schön, genau? Ja. Oder Mr. Smith geht nach Washington, was auch eine Propaganda ist. In jedem Falle beide Filme, alle Filme, die er macht, oder die meisten Filme sogar, er hat sogar mit Hitchcock gedreht, Fenster zum Hof. Aber die zwei Filme, die ich gerade benannt habe, jetzt hier ist das Leben nicht schön und Mr. Smith goes to Washington und geht nach Washington, das sind beides Propagandafilme für die katholische Kirche. So, und der macht jetzt hier Propaganda für, wie man sieht, die Air Force, ne? Hat ja mit dem Flugzeug und Militär zu tun. So, und dafür alle Menschen, diese Schauspieler, die da gearbeitet haben dafür, die müssen eine Security Clearance haben. Das heißt, die müssen eine Geheimhaltungsstufe haben, weil die kriegen ja irgendwelche Informationen über die amerikanische Armee und dürfen ja nicht weiterverraten. Deswegen müssen die in der Regel ein Dokument unterzeichnen, wonach sie sich dann zum Stillschweigen verpflichten, auch nach der Beschäftigung logischerweise. Ne? Ist interessant, wer da auch dabei war. Wir reden jetzt hier nicht nur über James Stewart, wir reden auch über eine gewisse attraktive blonde Frau. Gucken wir mal. Ich meine, die kommt noch gleich. Das ist immer Propaganda. Das ist jetzt extra doppelt so schnell, ne, weil ich brauche ansonsten 5 Stunden für dieses Video mit allen möglichen deutschen Übersetzungen nachher noch. Ist ja jetzt auch egal, das ist ja jetzt einfach hier nur ein paar Bilder. Crosby, Stills, Nash & Young, Laurel Canyon. Alles Laurel Canyon da. 60er Jahre ist Laurel Canyon. Die Dame, die ich jetzt eben meinte, die auch für das US-Militär arbeitet, heißt Marilyn Monroe. Das heißt, die hat da im Koreakrieg, hat die da die Gruppen unterhalten, damit die bloß nicht nachdenken, warum die da in einen Krieg, in ein super fernes Land ziehen und unter Umständen ihr Leben verlieren. Ja? Unten halten heißt ja eine Unterhaltung, so wie in Platos Höhle, haben wir ja festgestellt. Wobei ja niemand weiß, ob Plato jemals gelebt hat. Also ich bin da ja sowieso nicht von überzeugt, dass es die alle da irgendwie gegeben hat, diese ganzen alten Griechen da. Ja, aber es geht ja jetzt hier nur darum, festzustellen, dass das, was hier uns als Show präsentiert wird, überhaupt nicht jetzt zufällig passiert. Ja? Was sie da jetzt macht, da rumzuwippen und so, und die Leute klatschen dann da, ist die Leute bei Laune zu halten, damit die Leute wieder die Knarre in die Hand nehmen und irgendwelche anderen Leute umknallen, also umbringen. Das ist eine Welt. Ja, und wie soll das weitergehen, dass für jeden ermordeten Koreaner sie jemanden küsst oder was? Ich meine, jetzt überlegt euch mal bitte Konsequenz, was das heißt hier. Ey, das ist eine Welt, ey. Was haben die ganzen Leute da zu suchen in Korea? Was machen die denn da? Ich meine, da könnte man drüber reden. Ich weiß ja was zumindest, was sie in Vietnam gemacht haben, aber was machen die denn da? Die mischen sich in irgendwelche Dinge ein, die persönlich überhaupt nicht angehen und überhaupt nichts mit zu tun haben und quälen und bringen da Leid über andere Menschen. Weil ihnen der Staat das befiehlt. Oder die Vorgesetzten, ne? Das ist ja der beliebte Spruch, auch in Deutschland, ich habe nur Befehle befolgt, ne? Der vorauseilende Gehorsam, ne? 1944 war es dann noch die Panzerfaust, ne? Und 2024 ist es dann die Wärmepumpe, ne? Der vorauseilende Gehorsam. Ja, und diese Frau hat dann logischerweise, wenn sie da beschäftigt ist, in einem Filmstudio im Laurel Canyon in Los Angeles, in den Vereinigten Staaten und dann nach Korea fliegt, dann ist diese Frau ein Armeeprojekt. Und diese Frau hat also Geheimnisse mit an Bord. Das heißt, diese Frau ist also auch jetzt nicht irgendjemand. Man kann ja mit Fug und Recht sagen, die ist ja irgendwie Kennedy zugespielt worden damals und hat ihn ja ziemlich kompromittiert mit ihrer Asthma Dings da, mit ihrer Asthma-anfallartigen Performance. Happy Birthday, Mr. President. Ja? Und danach hat sie ja noch angefangen, einen Film zu machen, und danach ist sie dann plötzlich gestorben. Offiziell natürlich an Barbituraten und hat sich selber umgebracht. Ne? Aber die Frau wusste mehr, und die Frau war nicht irgendein kleines Po-Wackel-Ding, sondern einfach jemand, der für die amerikanische Regierung schon mal gearbeitet hat. TT, TT, es gibt also keine Zufälle irgendwo. Gut, geht weiter. Jetzt kommen wir zu den Geschichten, die manche jetzt irgendwie verschrecken werden und sagen, ach, was, wieso zeigt er uns sowas, ne?
Wir wollen auch hier keine Leichen sehen mit Blut und so weiter, aber ich kann euch beruhigen. Bleibt mal dran, wird nicht so schlimm, wie es aussieht. Ist ja nur hier ein toter Mensch, der im Blut liegt. Ne? Also jetzt, wir reden jetzt im Augenblick jetzt hier über den Sharon Tate-Fall 1969, wo die Jünger, sage ich jetzt mal so, von dem falschen Messias Charlie Manson dann in ein Haus eingedrungen sind und haben dann 5 Menschen umgebracht. Please remember the last session. When we assume that Sharon Tate is a CIA asset, her father is a CIA asset. Wenn wir jetzt doch sehen, dass der Vater von Sharon Tate auch Armeeangehöriger ist, und zwar vom Geheimdienst, was soll uns jetzt wirklich verwundern mit der amerikanischen Flagge im Hintergrund? Plötzlich sehen wir eine amerikanische Frau mit einer amerikanischen Flagge bei einem Anschlag oder bei einem Todesfall. Und die meisten Menschen wissen ja gar nicht, dass ihr Vater jetzt da Geheimdienstoffizier ist. Roman Polanski, was heißt das CIA? Und dass sie jetzt auch in Italien beispielsweise auf einer Militärschule gewesen ist. Ne? Die Leute sehen nur, oh, guck mal, wie die lächeln kann, guck die Haare, guck die sanfte Stimme, ha, ist die nicht toll, ist die nicht. Und jetzt ist sie sogar schwanger. Mhm. Ja, ja. Aber jetzt überleg mal Folgendes. Alle Menschen, die jetzt hier mit zu tun haben, in Cielo Drive, da wo das damals passiert ist, haben mit Film und Fernsehen zu tun. Sie ist eine Schauspielerin, ihr Mann, Roman Polanski, ist gar nicht sein richtiger Name. Ja, der hat sich den Namen Polanski eingegeben und der ist, ja, Regisseur ist der. Also er hat auch mit dem Film zu tun. Der Wojciech Frykowski, wenn ich richtig im Kopf habe, ist der Drehbuchautor. Und der J.C. Bring selber ist nicht nur Friseur, sondern hat auch in einer Batman-Folge mitgespielt. Vielleicht kommt die noch, muss ich mal gucken. Ich glaube, die habe ich nur irgendwo eingedreht. Also wir haben jetzt hier eine ganz, ganz seltsame Konstellation. Machen wir weiter. Das kann nur ein Ritual sein, wegen diesem Seil und wegen den seltsamen Aussagen, von wegen, wir haben Seil mitgenommen, wir wollten die Leute an den Füßen aufhängen. Dann haben wir hier eine seltsame Szenerie. Wir haben eine amerikanische Flagge, die auch noch verkehrt rumrum liegt, also zumindest von dieser Perspektive aus gesehen. Wir haben Indizien, die gar nicht zusammenpassen. Wir haben ein Seil auf dem falschen Träger und wir haben verschwundene Proben. Wir haben widersprüchliche Aussagen und so weiter und so fort. Wir haben Schüsse, die niemand im ganzen Canyon gehört hat. Also es ist extrem seltsam, ne? Für mich ist das ein Medienritual. Also nach dem Motto, wir machen euch jetzt mal so richtig Angst. Das könnte dir auch passieren, ne? Du bist nirgendwo mehr sicher. Die friedliche Zeit ist vorbei. Schließlich sind die Amerikaner zu diesem Zeitpunkt 1969 mitten im Vietnamkrieg. Und da wird richtig draufgehauen, ne? Mit Gift, mit Pestiziden, sogenannt Agent Orange. Ja, mit schwerem Material, mit Hubschraubern und so weiter und so fort, ne? Da werden Brände gelegt, da werden halt einfach Dörfer zertrümmert, Menschen erschlagen. Ja, und plötzlich ist dann das Grauen auch in USA selber angekommen, indem da so ein völlig wahnsinniger Charles Manson mit seinen bekloppten Leuten dann plötzlich ein Massaker anrichten möchte. Und dann wandern solche Bilder und auch andere Bilder wandern dann durch die Medien. Und die Leute sagen, oh Mist, ha, jetzt ist die ruhige Zeit vorbei, jetzt müssen wir Begleitschutz haben, wir müssen alles zuriegeln, wir müssen Alarmanlagen kaufen und, ne? Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Und was auch unglaublich auffällt, finde ich, in den 60ern, ist dieser ganze Satanismus dann plötzlich, ne? Also die Rolling Stones machen dann Werbung für Satan, ne? So, hey, let me introduce myself, ne? So, Sympathy for the Devil. Dann macht hier der Anton Sandor LaVey 1966 die Kirche Satans auf. Dann gibt es einen Charles Manson 1969, der ja jetzt so irgendetwas mit den satanischen Straight Satans, mit einer Motorradgang und so alles zu tun hat. Also irgendwie kommt der Name Satan überall vor. Das ist schon seltsam. Fangen wir mal an. Wir sind ja schon sehr, sehr erstaunt, dass da dieser Cielo Drive eben die Auffahrt zum Himmel bedeutet. Aber es gibt noch andere Dinge. Es gibt ja noch ganz andere Kalender, weil es muss ja einen Grund haben. Die Örtlichkeit haben wir jetzt. Jetzt müssen wir zunächst, würde ich zumindest vorschlagen, wenn ihr nichts dagegen habt, mal mit dem Datum anfangen. Ne? 8. bis 9. August.
Okay. Es gibt einen speziellen Kalender von Okkultisten. Also es gibt so verschiedene Kalender von Okkultisten. Einer der bekanntesten ist vielleicht der Maya-Kalender. Aber es gibt offizielle heilige Tage oder Festtage eben bei der Telema. Das ist ein System von Aleister Crowley, der ja so der bekannteste Okkultist des 20. Jahrhunderts ist. Oder der böseste Mensch auf dem Planeten sozusagen, wo bei der Erde kein Planet ist. Und das gibt es eben verschiedene Daten, die eigentlich so weltweit gelten. Ne? Beispielsweise jetzt hier Tag- und Nachtgleiche, also jetzt hier bei den Frühjahrspunkten und Herbstpunkten und so weiter und so fort. Where 1969 was a decade where it ended about the high priestess and that's the end of the 60s. Ja, und das Ende der 60er, 1969, war das Ende der, oder die Dekade jetzt hier, die Do-Cäsade der Hohepriesterin. Moon landing was just happening officially, so Ne, 1969 gab es ja auch die Mondlandung. Ne? What shall convince me that they have not lied about the Sharon Tate ritual, but they haven't lied about 9. So, und wenn die jetzt gelogen haben wegen der sogenannten Mondlandung, was soll mich denn jetzt davon überzeugen, dass jetzt alles stimmt in dem Fall von Sharon Tate? So, und wenn er 1969 haben, ist auch das Ende der 60er und auch das Ende der Hippie-Ära. Ne? So, es gibt hier verschiedene Festtage. 8. April, 9. April, 10. April. Es gibt hier verschiedene Geschichten. Ne? Ihr müsst aber immer davon ausgehen, dass die Mächtigen uns immer anlügen, grundsätzlich. Ne? Ja, ob es jetzt Astronauten sind oder angebliche Astronauten sind, die nichts sehen, die also jetzt blind sind, wenn sie da oben sind, weil sie eben keine Sterne sehen können. Ja, vom Mond kann sie keine Sterne sehen. Und links, der so richtig so freundlich guckt, das ist Buzz Aldrin oder Edwin A. Aldrin, 32 Grad Hochgrad-Freimaurer. Das ist immer alles dasselbe. Es ist alles nur eine Lügengeschichte. Menschen haben Angst vor der Wahrheit, weil dann würden sie feststellen, dass sie in allen Bereichen angelogen werden. Und dann heißt es eben, dass sie auch im medizinischen Bereich angelogen werden. Da könnt ihr euch mal vorstellen, was die dann für ein Problem kriegen. Ja, ist leider so. Ist ja auch ein schöner Kommentar, den ich immer hier gerne lese. Der heißt immer, ich habe also glücklichere Menschen gesehen bei einer Beerdigung. Hat aber immer nichts zu tun, kommt drauf an, wer da gerade begraben wird. Ne? Ja. Also, viele Menschen inklusive mir sind der Überzeugung, dass Roman Polanski und Sharon Tate Schauspieler sind in einem CIA-Projekt in Laurel Canyon. Ja, sie wurde vorgestellt als eine vielversprechende Hollywood-Künstlerin und Schauspielerin, eine ja, Blaupause für die Hippies und ebenso den Archetypen des Fools, also so der unbeschwerten Nachts. Ne? Geboren in Dallas. Die älteste von drei Tochtern, das ist die Biografie hier, die offizielle, von Colonel Paul James Tate. Wir reden jetzt hier über zwei Schauspieler, ne? Roman Polanski und Sharon Tate. Das sind keine normalen Menschen. Sie hat in fiesen Filmen gespielt, Auge des Teufels. Ja, in diesem Film, im selben Jahr 1966, wo eben Anton LaVey diese Ablegungsorganisation der Church of Satan in San Francisco dann eben da gegründet hat, ne? Ja, die Referenz ist ja dazu auch wieder jetzt die Eagles, die da wieder in Laurel Canyon waren, Hotel California. Die Beatles haben Aleister Crowley auf dem Sgt. Peppers Cover. Sgt. Pepper ist das Teufelspfeffer, höchstwahrscheinlich aus Rosemary's Baby. Also es geht jetzt immer links, rechts, rechts, links und alles hat miteinander zu tun. 1969 sind wir jetzt, ne? Wir wissen ja, Mondflug. Im Okkultismus 69 ist eben 69 die Symbolismus von Krebs, ne, die zwei Scheren des Krebses. Ja, denn es gibt eine Beziehung zwischen Saturn, das ist ein Synonym für Satan auch, dem siebten Planet, und dem Wendekreis oder dem tropischen Kreis von Krebs, ja, Cancer, genau. Ja. Können damit zu tun haben mit der Feminisierung von Männern, die haben alle lange Haare getragen, mit der Maskulinisierung von Frauen. Ja, und dann eben Apollyon also den Apollo, sprich Satan von Offenbarung 9,11. Das machen wir jetzt aber nicht nochmal. Ja, Tropic of Cancer heißt der Wendekreis des Krebses. Da haben wir jetzt hier mit dem Fixstern da zu tun. Aber gut, das ist jetzt die eine Geschichte. Ne? Aber Cancer ist auch interessant. Machen wir mal ein Symbol für Cancer. Ich glaube, das ist nicht so landläufig bekannt. Ne? So, und da haben wir die 69, ne? Das sind die zwei Scheren vom Krebs, ne? Das ist ein Symbol für Krebs, ne? Also für das Fixsternbild. Ne? Hier haben wir es vielleicht am einfachsten, ne? Auch noch schöne Farbe hier, ne? 69. Und damit sind wir natürlich dann auch bei 1969.
Im Astrologischen ist eben der Herrscher, also der Planet, der jetzt da, also Planet ist ja auch wieder falsch beim Mond, aber halt das Gestirn, sage ich jetzt einfach mal, was dann über den Krebs herrscht, wäre dann der Mond. Beim Mond sind wir allerdings bei Mama, ne? Also Mond ist dann immer die Mutter, das Mütterliche. Und da sind wir auch eben, weil in dieser Welt höchstwahrscheinlich fälschlich eben Ebbe und Flut auch dem Mond zugesprochen wird, sind wir dann auch immer so bei Schwangerschaften und so, hat alles mit Mond zu tun. Mond hat auch mit Wasser zu tun, mit Flüssigkeit und demzufolge natürlich dann genau passend für so ein Ritual 1969, wenn man dann überlegt, dass dann die Sterbentäter hochschwanger waren. Ne? Wir denken mal an Fruchtwasser. Ne? Mhm. 1969 auch dasselbe Datum, wo eben Internet, also ARPANET gestartet ist, als ein Projekt der amerikanischen Regierung oder des amerikanischen Militärs vom Verteidigungsministerium. Die haben das erfunden, ne, mit den lustigen Pentagrammen und dem römischen Adler da drauf. Ne? Wofür ist das Internet? Das Internet ist einfach dafür da, um die Menschen in eine digitale Welt zu zwingen, dass ohne das Internet du nicht mehr handeln, nicht mehr kaufen und verkaufen kannst zum Beispiel oder könntest, wenn wir den Konjunktiv hier bemühen. Und zum Zweiten hat das noch ganz andere Hintergründe. Du kannst beispielsweise den Menschen soziale Plattformen zur Verfügung stellen. Ich brauche jetzt ja keinen Namen davon zu nennen, wie die alle heißen könnten. Und dort würden die Menschen dir ja alle ihre Träume und ihren ganzen Lebenswandel und so weiter erzählen, sodass du dann eine digitale Inquisition machen kannst. Du kannst also ganz gezielt ohne Manpower, also ohne menschliches Dazutun, musst einfach nur quasi jetzt so einen Suchterminus eingeben. Und dann siehst du genau, was jemand mag, was jemand nicht mag, wo jemand Angst vor hat, was er gerne an Musik hört, was er mag, was er nicht mag und welche Videos er sich anschaut. Also es könnte sein, dass jetzt genau in dieser Minute ich einen unglaublich großen Teil der Hörer verliere, nämlich alle die Angst haben. Ja, die Furcht haben vor diesen Menschen da draußen, die natürlich das Internet dafür benutzen für ihre Zwecke, um uns abzuhören, um zu schauen, wie viel wir wissen. Ich kann aber eins sagen, mit dieser Thematik sind alle betroffen, oder von dieser Thematik sind alle betroffen. Und in der Bibel steht drin, wir sollen denjenigen fürchten, der Leib und Seele vernichten kann. Und nicht denjenigen, der nur den Leib vernichten kann. Also wir sollen Ehrfurcht vor Gott haben und nicht irgendwelche Angst haben. Ja? Angst ist ganz, ganz schlecht, weil Angst zeigt ja immer einen Mangel an Vertrauen. Also bitte keine Angst haben. Ihr könnt gerne weiterhin eure Bilder teilen und eure Gedanken mit mir teilen oder irgendwelche Dinge schreiben und veröffentlichen und wie auch immer. Im Endeffekt ist das nur so nachher alles sekundär. Ne? Es kommt nur darauf an, was wir jetzt hier für eine Aufgabe haben oder was jeder Einzelne für eine Talente hat. Aber ich glaube nicht, dass unter der Hörerschaft, die ich jetzt hier, glaube ich, versammelt habe, die Menschen jetzt irgendwie Angst haben. Und wenn jemand die Bibel nicht kennt, dann hat er Angst. Aber wenn du die Bibel richtig kennst, dann musst du keine Angst mehr haben. Es gibt nichts in dieser Welt, was dir irgendwie Angst machen könnte. Ja, wenn du an einen allmächtigen Gott glaubst, dann darfst du doch keine Angst mehr haben. Hallo? Entweder ist der Gott, an den du glaubst, nicht allmächtig, dann hast du Angst, weil dir irgendein Mensch irgendetwas Schlimmes androht. Oder aber, du glaubst an einen allmächtigen Gott und seinen einzig eingeborenen Sohn, Jesus Christus, Yeshua HaMashiach, der für dich am Kreuz gestorben ist. Und dann hast du keine Angst mehr, dass irgendjemand dir deinen Besitz wegnimmt oder irgendetwas. Dann darfst du keine Angst mehr haben. Wir können das alle Mist finden, klar. Würde ich auch. Aber Angst, nö. Je älter man ist, desto ruhiger kann man wirklich in die Zukunft gucken, finde ich. Als junger Mensch mit 15, 16, 20, ja, da gibt es ja tausend Sachen, die auf dich einströmen. Die Hormone spielen noch verrückt und du musst unbedingt den Schulabschluss schaffen und was weiß ich noch alles. Ja, da bist du ja voll im materiellen System. Aber je weiter du weg bist und je mehr dann dein Körper älter wird, desto mehr sollten sich da eigentlich so die geistigen Fähigkeiten entwickeln. Dass man da plötzlich sagt, Moment mal, nur die Ruhe. Ja, lässt sich schon alles irgendwie lösen und nee, man darf keine Angst haben. Wir reden hier die ganze Zeit über Menschen, ja, Geheimdienst und so weiter. Wir reden hier über Menschen und Organisationen, wie der amerikanische Militär, die millionenfach Menschen umbringen. Ne? Ob das jetzt egal ist oder nicht nach dem Gesetz, spielt das erstmal gar nicht die Rolle. Die bringen andere Menschen um. Das ist deren Job. Das ist Militär. Das sind keine Diplomaten.
Ne? Die sagen nicht, die rufen nicht an vorher und sagen, hören Sie mal, ich habe hier eine Bombe und wenn du bis 10 Uhr deinen Kaffee nicht ausgetrunken hast und über die Grenze verschwunden ist, ne, dann mache ich ja mal hier am Streichholz dran. Nein, so, die kriegen ihre Befehle und dann bombardieren die einfach irgendetwas und nachher kann sich da jeder hingehen und sagen, Mensch, ich bin jetzt hier ein gefeierter Kriegsheld, ich habe jetzt hier eine Anstecknadel oder eine Auszeichnung oder am besten auch noch einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood, wenn ich ein Schauspieler bin, ja, egal, alle, die dafür arbeiten, nehmen den Tod von Menschen billigend in Kauf wegen ihrer eigenen Karriere. Und da verdienen dann nicht wenige Menschen in den Vereinigten Staaten und auch in anderen Ländern Geld mit Militär. Das Militär dürfte so einer der absoluten Top-Umsatzträger und gewinnträchtigen Unternehmen in den Vereinigten Staaten sein. Wenn die Amerikaner mal keinen Krieg führen würden, dann hätten die aber ganz große finanzielle Probleme. Oder noch größere, die sie eh schon hätten. Von daher, das ist alles, geht es ja alles um Geld. Ja, Krieg ist Geld. Die Maschine muss geschmiert werden. Du brauchst Öl, du brauchst Infrastruktur, du brauchst Fabriken. Ja, gut, geht jetzt weiter hier. Also von daher, wie gesagt, das Internet mit Chats und so weiter und so fort, geht davon aus, dass alles mitgeschnitten wird. Es gibt genug Speicherplatz, die kaufen können. Du bezahlst so viele Steuern, die können sich alles leisten. Also von daher, wir werden alle jetzt hier seziert und dann sehen die Leute, da guck mal hier, da ist, ich habe wieder einen entdeckt, der auf dem MK-Kanal da abonniert ist. Nur wieder so ein Kerl und er kommt direkt auf eine rote Liste. Ja, ist mir doch egal, auf wie viele roten Listen ich stehe. Mann, oh Mann. Da zählt das, was in dieser Welt jetzt hier die Menschen über mich denken? Zählt das oder zählt das, was im Endeffekt nachher unterm Strich dann überbleibt, wenn ich dann plötzlich und unerwartet dann irgendwo nicht mehr bin und dann jemand zu mir sagt, gucken Sie mal hier, wir haben ja eine Akte über Sie angefertigt, Sie haben tausende Videos veröffentlicht und Sie reden hier von einem Prediger, der vor 2000 Jahren mal gelebt hat und so weiter. Und das ist, ne, das dürfen sie nicht, da gibt's Gesetze und so weiter. Ja, wird ja eine lustige Zeit noch werden, ne? Aber ja, nee, wofür bin ich denn hier? Bin ich hier dafür, um mir froh zu sein, dass ich jeden Tag mir einen Salat kaufen kann oder was? Ist das das Leben? Oder ist unser Leben nicht dafür da, um anderen Menschen vielleicht da mal irgendwie die Wahrheit zu sagen? Das ist aber das Mindeste, was wir hier tun können. Dann geht's mal weiter jetzt. So, und dieses Internet hat natürlich mit einer künstlichen Kreation zu tun. Wir reden ja von künstlicher Intelligenz, die es ja natürlich nicht gibt. Aber dann heißt es natürlich, dass wenn du an die Kreation, an die Schöpfung Gottes glaubst, dann glaubst du natürlich dann auch an Jesus Christus. Und wenn du dann an den glaubst, dann glaubst du natürlich auch an den Widersacher, also an Satan. Und der kann nichts kreieren, weil er selber kreiertes Wesen ist. Also muss der eine künstliche Welt erschaffen, die er jetzt macht im Internet, ne, mit virtueller Realität, Brillen, mit Computerspielen, mit teuersten Grafikkarten, mit Riesenmonitor, Bildschirmwänden und so weiter und so fort, sodass die Leute halt einfach nachher die Welt von Satan jetzt da schöner finden, als wenn sie draußen aus ihrem Fenster gucken und die Betonwüste von, was weiß ich wo, von Frankfurt oder so sich anschauen. Ja, die Frage ist, warum hat Satan diese Macht? Weil sie ihm übergeben worden ist, Lukas 4. Also das ist unsere Prüfung, dieses Leben hier. Ne? Was sind denn 80 Jahre gegen unendliches Leben? Ja, das Problem ist, die Menschen, denen wird nur erlaubt, in einem gewissen Rahmen zu debattieren, aber der Rahmen wird nie in Frage gestellt. Ne? Also die Frage ist, was dich krank macht oder so, das wird niemals erörtert. Da gibt es nur Experten für. Ne? Du hast also einen total eingeengten Diskussionsspielraum und das Spiel spiele ich nicht mit. Und so sieht die Welt dann da aus da draußen. Die werden von klein an im Kindergarten werden sie schon gedrillt auf unbiologische Geschichten, auf Lügen. Ihre Eltern erzählen denen, dass es Osterhasen und Weihnachtsmänner gäbe. Ja, St. Martin wird mitgefeiert, wird getrellert, werden Laternen gebaut, werden Weihnachtslieder gesungen. Ne? Die ganzen Kinder haben keine Chance, die werden direkt in diese römische Welt reingetreten und reingeengt und da gibt es keinen Ausweg. Du musst ja mitmachen, um gute Noten zu kriegen. Du musst ja auswendig lernen. Und später, wenn du älter bist, dann kriegst du halt die Formeln von Einstein und solchen anderen Menschen, die gar nicht deren Formeln waren und die auch nur ein Spiel mitspielen und die Erwachsenen glauben dann daran, weil jeder zweifelt daran wiederum die Chance auf das Studium vermiesen würde oder sie würden Ärger kriegen in ihrem Freundeskreis. Und so weiter. Also das ganze Spiel läuft nur mit der Angst der Menschen vor sozialer Ächtung oder halt auch vor Jobverlust, vor materiellen Engpässen. Ne? Darüber läuft das Spiel. Ich glaube, das Spiel läuft nur bei Angst. Offenbarung 13,4 hat Brad hier anberaumt und hat gesagt, guck mal, lese ich mal vor.
Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Ne? Also, na klar, Biestsystem, ne? Tier, Stellvertreter, dann auch des Drachen. Ja? Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und das Biestsystem, also Biest wäre jetzt Englisch dann Tier, in Rom, ja, hatte dem Tier, also Rom, die Vollmacht gegeben, eben vertretungsweise für Satan hier die ganzen Menschen zu unterdrücken und ja, hier Mord und Elend und Leid über die Menschheit zu bringen. Was sie ja erfolgreich seit über 1000 Jahren tun. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerung redete, und es wurde ihm Macht gegeben. Da gibt es Menschen, die behaupten, die wären gottgleich. Also in Epheser ist es ganz klar ein geistiger Krieg. Ne? Also damit hat es auch mit Angst und mit Vertrauen zu tun. Ne? Und ich denke, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir jetzt schlechten Zeiten entgegengehen, dann wird wahrscheinlich bei dem einen oder anderen wieder so in letzter Instanz vielleicht dann wieder ein Interesse geweckt für die Bibel. Ne? Ich meine, es kann ja eh keiner gerettet werden, der nicht dafür vorgesehen ist. Aber ich denke, dass die schlechten Zeiten positiv sind, um Gemeinschaftssinn und solche ganzen Sachen wieder zu fördern und nicht diesen blanken kapitalistischen Egoismus oder Egozentrismus ja schon. Ne, wo die Leute dann angesehen werden und verehrt werden, die besonders viel Geld haben. Ne? Also, hallo? In unserer Welt zählt ja nichts außer Aussehen und Geld. Ne? Also als Mann musst du Geld haben, als Frau musst du dementsprechend aussehen. Es sind ja gar keine Werte heutzutage, die den jungen Menschen vermittelt werden. Ne? So Anstand, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit. Wo gibt's denn das? Kannst du auch nicht kaufen. Hast du oder hast du nicht? So, jetzt habe ich hier mal zugeführt die Wohnadresse von Bruce Lee. Das ist also auch nicht so weit weg vom Standort. Ne? Und dann steht in den Bruce Lee-Biografien, steht dann da drin, so von wegen, ja, also dass Frau Lee dann sehr besorgt war um die Kinder, weil Sharon war ja gerade mal im April 1969 geboren. Wir erinnern uns, ne, Januar war dieses Hauptziel formuliert mit 10 Millionen Dollar. Im April ist Sharon geboren worden und im August waren die Morde. Das heißt, die Frau Lee sitzt dann da mit einem 4 Monate oder noch nicht mal 4 Monate alten Kind. Ja, ja. Das hat natürlich dann Schockwellen durch ganz USA dann halt, weil es war ja auch wochenlang nicht klar, wer dahinter steckt. Also jeder hat gesagt, ich könnte jetzt der Nächste werden, und ich glaube, dass die Polizei da so geschlafen hat bei der Aufklärung in den Fällen und auch keine Gemeinsamkeit gesehen hat zwischen den Sharon Tate-Morden und zwischen den Nabianca-Morden. Das ist dann für die Regierung dann positiv, wenn die Regierung gerne Angst erzeugen möchte, gell? So, hier sehen wir jetzt hier die Salzsäule, Lots Frau, wo natürlich die meisten Menschen glauben, ach, das hat damit gar nichts zu tun, das ist einfach nur ein Artefakt. Geht aber die meisten Menschen, die halt einfach nicht von den materiellen Dingen loslassen können. Ja, und hier haben wir eben die Frau Lot. Ne? Ist auch sehr interessant, weil Materialismus kommt von Mater. Mater ist die Mutter. Ist auch kein Wunder, dass viele, vor allen Dingen hübsche Frauen, sehr dem Materialismus zugeneigt sind. Denn meistens, oder ganz oft habe ich das kennengelernt, ich entschuldige mich jetzt im Voraus dafür, dass irgendjemand sich angegriffen fühlt, weil ich möchte das gar nicht, dass also die hübschen Frauen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, alle ausnahmslos unglaublich materiell eingestellt waren. Drücken wir es mal nett aus. When I see how successful the people are into visiting concerts, going to the cinema and looking at all the trash that being bombarded to them and being sold as the new. Aber wie gesagt, das Problem ist, dass heutzutage Satanismus eben die Norm ist. Das ist das neue Normal. Und deswegen sind wir die Verrückten in den Augen der meisten Menschen. Logischerweise. Guck mal hier, die Gruppe Black Sabbath zum Beispiel hat sich vermutlich hier nach benannt mit einem Film, einem Horrorfilm. Und Black Sabbath ist natürlich dann auch klar, Sabbat ist biblisch und Black ist natürlich dann wieder der dunkle Sabbat. Hat irgendetwas mit Tod zu tun und tralala, und die Leute sind da total schockiert, weil da so der kopflose Reiter kommt. Was ich meine aber ist, Black Sabbath ist also auch Ende der 60er dann groß geworden mit Ronnie James Dio, der erzählt hätte, er hätte dieses Manu Cornuta-Zeichen da jetzt erfunden. Naja, ist ja nur ein weiterer Zufall. Guck, ne? Die Gruppe hat sich 1969 Black Sabbath genannt, genau im selben Jahr. Und haben dann ihre erste Single Evil Woman dann auch genannt, ne? Genau wie Electric Light Orchestra 1975. Naja. Ich habe mir mal die Ephemeriden angeguckt, also die Gestirnstandstabellen.
was an dem Tag da passiert ist, zwischen dem 8. und dem 9. Und genau um 12 Uhr sozusagen ist jetzt hier der Mond von Freitag auf Samstag, wo es ja passiert ist, ist der Mond in den Krebs gegangen. Möglicherweise der Hintergrund, warum da jetzt 12 Uhr und kurz nach 12 Uhr die Rolle spielt bei diesen Manson-Morden. Ja, ich komme aus diesem Bereich und tut mir leid, ich sehe sowas. Es ist ja einfach nur hilfreich, wenn man dann Dinge vielleicht mal so erklären kann, dass sie eben auch zu gewissen Uhrzeiten stattfinden sollen. Aus solchen Gründen zum Beispiel. Ne? Nun, Cancer, also Krebs ist nur schon 69, aber wenn du dann auch noch den Mond dann in Krebs hast, natürlich dann noch für ein Ritual natürlich dann noch besser. Ne? Das wirst du niemals in der Tagesschau oder sowas sehen. Das ist nicht für die breite Masse sowas hier. Ne? Da hinten in Kalifornien, da hat es ganz viel mit engen Straßen zu tun, mit Schluchten und mit Canyons und so weiter und so fort. Da liegt auch übrigens der Mulholland Drive, diese bekannte, sehr, sehr gefährliche Straße, wo so viele Autos und Motorräder da runterbrausen, unter anderem auch Bruce Lee und vor allen Dingen auch James Dean und so weiter und so fort. Die haben diese Straße alle da benutzt und haben sich da ihren Kick geholt, ne? Da gibt es auch Morde und alles was, da kann man sich auch überlegen, ob das nicht einen anderen tieferen Hintergrund dann hat. Ne? So, das sehen wir jetzt hier aus dem Film. Und alles hat damit zu tun, ne? Also auch Houdini und so weiter hat hier gewohnt. Hier ist der Mulholland Drive. Und wir reden jetzt hier über die Außengebiete, sagen wir mal da, wo die reicheren Menschen in Los Angeles gerne wohnen wollen würden. Schaut euch das mal an hier. Ihr habt ja beispielsweise ja den Laurel Canyon, also den römischen Lorbeerkranz. Ihr habt ja Sunset Boulevard, also hier wird dann der Sonnenaufgang verherrlicht, ne? Sunset, Sonnenaufgang. Ihr erinnert euch, Bruce Lee, morgens um 7.12 Uhr geboren, bei Sonnenaufgang. Ihr habt ja beispielsweise Kirkwood Drive. Kirk heißt Kirche, ist, oh, jetzt muss ich mal selber gucken, nicht druidisch, aber irgendwas anderes. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, keltisch oder irgendwas ähnliches. Captain Kirk, ne? Von Raumschiff Enterprise. Ja, die Wunderland Avenue, brauchen wir, glaube ich, nichts dazu zu sagen. Und alles andere wird ja auch einen ähnlichen Rainbow, also Regenbogen haben wir ja auch. Das sind alles keine, sind alles halt heidnische Dinge. Oh, yes, Kirk, yeah, Canyon, yeah, alle Menschen, die damit zu tun haben und so weiter, das ist... sind immer dieselben Leute, ne? Jack Nicholson, hier haben wir wieder eine, scharlachrote Frau sozusagen, zumindest vom Typus und von den Klamotten her. Egal, wo du reingehst, und du kannst ja also auch in Captain Kirk reingehen, also der Captain Kirche hier reingehen, ja, den Chef vom Raumschiff Enterprise, Star Trek, ja, der hat schon mal hier in Kubus gespielt, so ein Dämonenfilm und so, 66er Horrorfilm, ist immer dasselbe. Ja, in Kubus usually is a demon. A sexual demon also. Where to start, yeah? So I have looked everything up and du wirst da nicht mehr froh. What do we expect to see? 1966, ne? Mein Herr der Nacht, ne? My Lord of Night, ne? Und dann seht ihr genau dieses Manu Cornuto, wo der Ronnie James Dio von Black Sabbath das ja angeblich in die Rockmusik eingeführt hat, aber das sind ja Sachen, die sind ja schon tausende von Jahren alt. Kind of a thing we are going into, you see that, oh, I said, no, not again, and not again, and I see all the things, and all these actors, they are liars, they, of course, they... Und überall siehst du immer nur irgendwelche Toten und irgendwelche Sachen, das ist da ganz schlimm, aber wir kommen gleich wieder zurück auf Manson, keine Sorge. Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass die ihre ganzen Sachen selber geschrieben haben, also hier auch Bluebirds over the Mountain, also Bluebird ist ja auch Operation Bluebird, oder kann es zumindest sein, das sind ja alles Rituale, das sind ja alles Anspielungen auf gewisse Dinge. Some very high profile writers writing their songs just to promote the band. Die sind halt gerade gut für die Agenda, für die etwas älteren Menschen. Die Jüngeren kriegen an Rolling Stones und so den ganzen Müll. Ja, Entschuldigung, ist ja wahr. Und dann ist es halt so, dass irgendjemand da sein muss, der ja für die Soundqualität und auch für die Songqualität dann halt da zuständig ist. Das sind keine von Tellerwäscher zum Millionär, das ist ein Märchen überall. Das ist immer so lustig, wenn du das dann siehst, ein One-Hit-Wonder, ne? One-Hit bedeutet ein Einschlag oder ein Aufschlag, ne? Das ist ja klar. One-Hit-Wonder, das ist eben dann, wenn ein gefallener Engel wieder auf die Erde da einschlägt, ne? Das ist ein One-Hit, das ist ein Hit. Ja, ihr müsstet Englisch können, dann würdet ihr das ja sehen. Hit ist ein Schlag oder ein Einschlag. One-Hit-Wonder.
Ja, die kriegen dann Sterne, ne? Für ein, wenn die zum Beispiel jetzt hier so ein Hit landen, ne? Oder dauernd Hits produzieren, ne? Das sind ja Hits, ne? Michael Jackson kriegt dann seinen Hit, ne? Fünfzackiger Stern, ne? Mickey Mouse, Bruce Willis, Donald Trump, angezündet, ne? Das ist alles lächerlich. Lächerlich. Patrick Swayze. Ja? Und wenn du jetzt da auch jetzt Satan anbetest und dir Geld hinterher bist und Drogen nimmst und tausend andere Sachen mehr, ja, dann kriegst du auch so einen Teil. Ja? Aber das ist eben eine Schande, sowas zu kriegen, ne? Das ist keine Ehre. Das ist auf dieser satanischen Welt eine Ehre. Also musst du einfach nur mal richtig denken. Ne, so wie Carl Douglas Kung Fu Fighting, ne, 1974. Ne, da war gerade so, nachdem dann Bruce Lee tot war und so weiter, kommt dann hier so die ganzen Singles raus und räumt dann riesig ab. Ne, und danach hast du auch nichts mehr von Carl Douglas gehört. Der hat dann seinen Zweck erfüllt. Der hat seinen Zweck erfüllt, dass also jeder irgendwie sehr gar über die Musik aufmerksam geworden ist, dass also irgendetwas mit Kung Fu im Anmarsch ist. Das ist alles eine Agenda, meiner Meinung nach. Ja, also diese ganzen Zeiten, wie beispielsweise jetzt 8. August, 9. August, jetzt hier Jaron Tate-Ritual. Andere Dinge passieren dann auch genauso, ne? Led Zeppelin bringt dann ein Album raus am 12. Januar. Dann hat er das Haus gekauft von Aleister Crowley. Und Crowley hat aber auch am 12.01. Seinen Schutzengel dann da kontaktiert. Also die Leute suchen sich dann entsprechend nach ihrem Glauben dann eben auch diese Zeitpunkte aus. So, und Beatles hier mit Yellow Submarine. Sehr interessant. Manson hat dann ein Haus Yellow Submarine genannt. Und in Yellow Submarine gibt es dann eben auch Pepperland. Und Pepper ist eben der Teufelspfeffer, der diese magische Substanz sozusagen, wenn es die dann gäbe, in Rosemary's Baby. Und Rosemary's Baby ist wiederum jetzt hier dirigiert worden, also der Director, der Regisseur von dem Ding war Roman Polanski, der wiederum der Ehemann von Sharon Tate ist. Das sind alles keine Zufälle. Ja, die Beatles haben ja auch einen Sinn und Zweck. Ne? Die starten dann 1962 so mit Kinderliedern. Ne? Lieb, lieb mich doch. So love me do. Und ja, und dann später sind es dann diejenigen, die Drogen nehmen, lange Haare haben und Helter Skelter rumschreien und so weiter. Also das hat ja alles Sinn und Zweck, was die da machen. Also nur die werden dann genauso älter wie ihre Fans und nehmen die dann mit auf die Reise. Genau wie Hannah Montana, Miley Cyrus, die dann als jungen Idol oder als Kind-Idol aufwächst und dann später nackt auf der Bühne rumläuft. Ne? Vom Teenager und so, dann wird es halt immer dann schlimmer. Was meint ihr denn, wer diesen Stars dann ihre Karriere verschafft? Guck mal hier, Hannah Montana, ne? So hier für die Teenies und so weiter. Oh, die ist aber süß und die ist lustig, die Serie. Und die macht die ganzen Erwachsenen fertig und so. Bis zu selbe Schauspielerin, ja? Bis zu Wrecking Boy, ne? Dann lecken wir eben irgendwelche Bälle ab und sind da ganz nackt im Video, ne? Und das ist alles vorprogrammiert, sowas. Die machen das, weil die das machen müssen. Ja, wenn die Beatles dann ihr weißes Album, Weiß steht für Geist, genau 5 Jahre nach dem Tod von Kennedy dann da rausbringen, ist das wohl auch kein Zufall, ne? 22.11. macht 33 und die Beatles sind eine Freimaurergruppe. Gut, geht weiter. Hier ist der ja, Unterkunftsort von der Manson Family. Spahns Ranch. Der war 80 Jahre alt, der Herr Spahn, und angeblich hat er dann sexuelle Freizügigkeiten genossen und was weiß ich noch alles. Musst du jetzt alles glauben? Ja, die haben also dem armen Mann geholfen, ihm sogar eine Geliebte dahingestellt. Sie haben also dann seinen Pferdeverleih mit aufgezogen und so weiter. Und ganz geheimnisvoll nebenbei haben sie dann ihre Helter-Skelter-Mörder-Kampagne dann angefangen und geplant. Achtung, das ist ein Frame. Das ist ganz klar ein Frame. Wir sollten auch nochmal genau hingucken, oder? Der Herr Spahn hat ja keine normale Ranch. Ja, der Herr Spahn hat eine normale Ranch, die aus Holz gebaut ist, wie die meisten Gebäude in Amerika, USA. Aber der hat keine normale Ranch. Was steht denn da vorne drauf? Hier steht Spahns Movie Ranch. Das heißt, auf dieser Ranch, die der Herr Spahn hier hat oder hatte, wurden also Western gedreht. Aha. The home of the infamous Manson, satanic bestiality. Das ist also jetzt so der
Ort, der Heimatort, das Wohnhaus der brutalst bestialischen, satanischen, Helter-Skelter-Mensen-Mörderbande, ja? Okay. Das ist ja toll, habe ich mir gesagt. Das ist ja viel Hollywood, ne? Also Menschen, die auf einer Filmranch wohnen, die gehen dann, machen einen geheimen Plan und fahren dann hoch zu einer Schauspielerin und ermorden die dann. Die Schauspieler wohnen natürlich dann genau auf dem Weg in den Himmel. Mensch, du musst doch nur auf die Bilder schauen und deinen dir gottgegebenen, hoffentlich noch gesunden Menschenverstand benutzen. Guck mal, das ist der Bus, den die gebraucht haben da, diese brutalst mördernde, mordende Manson-Bande, ne? Kannst du da lesen, was da steht? Hollywood Pictures or something? What? Hollywood Production. Hollywood Production, also eine Hollywood-Produktion. You see how clearly Hollywood here, yeah? And then you see the P and you see here U-C-T-O-R-O-T. Und diese jungen Menschen hier, diese Mädels, die jetzt hier stehen, sehen die aus wie brutalst möglichste Mörder, die nichts mehr zu verlieren haben, weil die ihr ganzes Leben schon hinter sich haben? Sehen die so aus? Oder sehen die aus wie Menschen, die vielleicht eine Karriere machen wollen, vielleicht eine außergewöhnliche, oder vielleicht ihrem Land helfen wollen? Und deswegen war für mich ab dem Zeitpunkt klar, nee, das ist alles Hollywood, was hier abläuft. Das ist ein Film, den wir da sehen. Das ist gar nicht die Realität mit Sharon Tate, das ist ein Film. Das ist eine abgekartete Geschichte. Das ist ein Frame. Wir werden wieder geframed, ja? Uns wird wieder eine Geschichte aufgetischt und das würde ja ganz gut passen zu der Mondlandung, die dann so ungefähr 3 Wochen vorher war. CIO, ja, so Hollywood Production. So, these people, ey, wie wir veräppelt werden, ne? Vielleicht solltest du mal Jay Sebring fragen, den Friseur und so weiter, ob der den nicht mal teilweise einen anständigen Frisur verleihen könnte oder mal die Haare waschen oder wie auch immer andere Klamotten an. Ja, wenn die in anderen Klamotten sind, andere Frisuren geschminkt, hör mal, dann können die auf einem Laufsteg laufen. Das sind das Models. Komm, also guck mal, guck dir mal an, wie schlanken Bauch die Frau hat. Ja, guck dir mal an, welches Gesicht diese Dame hat, was diese Dame und so weiter und so fort. Also das sind doch alles Menschen, die ja landläufig attraktiv sind. Ich sage jetzt nicht, dass Mörder unattraktiv sind. Darum geht es ja jetzt gar nicht. Es geht einfach darum, die sind auf einer Movie-Ranch, auf einer Film-Ranch, ja, und die haben einen Bus, wo drauf steht Hollywood Production. Und die ganze Geschichte ist so völlig unglaubwürdig und spielt in dem Hause eines Drehbuchregisseurs und Produzenten, Filmstars Roman Polanski und seiner Schauspielerin mit Hintergrund des amerikanischen Geheimdienstes Sharon Tate. Und ihr glaubt, dass es solche Zufälle gibt? Ich nicht. Klar, weißt du, wenn du das alles mal zusammenzählst, ne, also wie, da müsstest du aber wirklich schon blind sein. Ja, und Charles Manson ist natürlich dann der Antichrist, ne? Und Tex Watson, das sind die blutrünstigen Mörder. Mhm, klar. Oh, you're behaving like a Texan, or what else? You're coming from Texas, but that was not his original name. His original name was not Tex Watson, but Charles Watson. Texas wurde er nur genannt, weil er aus Texas kam. Der originale Name des Tex Watson ist Charles Watson. Also hast du Charles Manson und Charles Watson. Also es ist wieder zweimal Charles. Mensch, und das erinnert mich doch sehr an Charlies Engel. Ne? Irgendjemand im Hintergrund, der Manson war ja gar nicht vor Ort, ne? Offiziell erstmal zumindest nicht, und hat da nur die Anweisung gegeben, hat gesagt, da fahrt mal hin. Ja, und dann später haben sie sich eben 3 Mädels genommen, die eben auch nicht unattraktiv aussehen. Ja, und dann haben sie dann eine Fernsehserie draus gemacht, die dann heißt 3 Engel für Charlie. Ah. Oh, jeez. Dass der Hintergrund hier in Rot auch nicht so ganz optimal ist und die jetzt im Schatten hier stehen, ne? Das zeigt aber auch, dass der Hintergrund dieser ganzen Geschichte dann doch ein bisschen böser sein könnte. Und es hat ja irgendetwas mit Martial Arts zu tun hier, wie man sieht, ne? Mit Kampfkünsten auch, ne? Interessant, interessant. Alles Hollywood, Leute. It's Hollywood Production. Meine Charles Meinung Angel, dazu. Und interessanterweise ist Charlie auch genau die Abkürzung für die amerikanischen Soldaten in Vietnam. Das muss alles ein Zufall sein. Think of all these coincidences there. Clearly, they are working for the government here. And in Charlie's Angels, yeah, you see. Ja, da hast du Charlie's Angels. Ich hab's zu dir mal übereinander geklebt, ne?
Wie gesagt, ne? Guckt er hier Susan Atkins an, die war ja schon mal oben ohne im Kirche von Satan. Den Namen von ihr, ich weiß jetzt im Augenblick nicht, ob das die Kasabian ist oder wer das ist oder die Cranville, ich kriege es jetzt nicht, aber das ist auf jeden Fall hundertprozentig Leslie Van Houten, die ja jetzt offiziell rausgekommen ist, ne? Steckt die Mädels mal hier, die sind ja erst Anfang 20 oder so, um die 20 hier, steckt die Mädels mal in Abendkleider, frisier die mal, lass sie dich mal schminken und entsprechend bewegen. Hör mal, dann haben die kein Problem, die drei Engel für Charlie zu spielen, ne? Dann, schließlich waren das ja die drei Engel für Charlie, ne? Ja, ja, der Tex Watson hat an dem Abend drei Mädels mitgenommen. Der hatte drei Engel für Charlie. Ist kein Spaß. Nehmen wir das Bild hier, ne? Der Tex Watson, der brutalstmöglichste Mörder. Er hatte die Frau Atkins dabei, ich glaube, die Frau Cranwinkle war dabei und die Frau Van Houten war da bei der Geschichte nicht dabei, aber es geht sich ja hier darum, ihr habt auf jeden Fall Charlie und seine drei Engel. Und wenn ihr den Charlie nicht haben wollt, dann nimmt er eben den Charles Manson, ist doch auch völlig egal. Aber ihr habt auf jeden Fall Charlie, also hier Charlie und seine Engelchen. Eieieie. Denn wenn er doch schon, bitteschön, der falsche Messias ist und so und auf einem totalen Trip ist, ja, ja, dann sind das doch seine seine angetrauten Jünger und so. Und dann sind das doch seine Engel. Ah. Wenn er doch jetzt Jesus wäre und Jesus seine Engel. Ihr seht doch, das hat doch alles einen rituellen oder beziehungsweise einen Hintergrund, einen religiösen Hintergrund. Ne? Es geht sich doch hier um Helter Skelter und die Beatles und was weiß ich alles. Ja. Ich sag ja, Schauspieler sind immer Lügner, ne? Und die Menschen denken halt einfach, nee, das kann nicht sein, da müssen ja alle falsch spielen, ne? Auch die Gerichtsmediziner und der und der und der und der. Und ich sag, ja, und? Die werden alle vom Staat bezahlt. Und? Klar, die überwältigende Mehrheit der Menschen lügt da draußen. Andere Menschen kriegen sogar für ihre Lügen, kriegen die sogar eine Karriere und ganz viel Geld. Warum sollen die denn nicht lügen? Schließlich kommen die doch nur mit Lügen weiter in dieser Welt. Mit Ehrlichkeit, mit Anstand und Moral. Ach, was sagen die Leute denn da zu dir, wenn du damit kommst, mit solchen christlichen, wirklichen christlichen Werten? Da sagen die einfach zu dir, hey, da kann ich mir nichts verkaufen. Ja, darum geht's, um den Mammon und um materielle Dinge. Überleg da mal, sehen die denn aus, als wenn sie jetzt Angst hätten, auf den elektrischen Stuhl zu kommen? Zu dem Zeitpunkt, wo der Manson-Morde und so weiter passiert sind und so, da gab es doch die Todesstrafe in Kalifornien, ne? Die ist dann aufgehoben worden, zum Glück, ne? Zu dem Zeitpunkt, wo dann hier die Geschichte hier lief und nachher ist die wieder eingeführt worden, wenn ich richtig im Kopf habe. Also so viel Glück, da musst du erstmal so viel Glück haben, ne? Das ist natürlich auch wieder einer der Zufälle. 69. Also wir sind uns hoffentlich einig, dass Los Angeles, Laurel Canyon, Benedict Canyon alles in Kalifornien liegt, ne? Also Kalifornien. Die Todesstrafe ist seit 2019 ausgesetzt. Guck hier, Charles Manson, nachdem die Todesstrafe 1972 in Kalifornien ausgesetzt worden war, verbüßte er eine lebenslange Haftstrafe. Mensch, 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 so viel Glück musst du erstmal haben, ne? Ja, nochmal, sehen die jungen Frauen jetzt hier so aus, als wenn die jetzt irgendwie Angst hätten, jetzt hingerichtet zu werden? They had the death penalty. Mann, Mann, Mann. And you really believe they are being allowed to have drugs in jail or what? You really believe oder glaubt ihr, die hätten jetzt irgendwelche Aufmunterungspillen im Gefängnis gekriegt, nach dem Motto, ja, ihr müsst richtig schön aussehen für das Bild. Ja. You really believe it? Glaubt ihr das echt? Überleg mal, da gibt es immer einen mysteriösen Charlie, der dann jetzt hier die Anweisungen gibt und der nicht zu sehen ist. So genau wie im Fall von Laurel Canyon und Sharon Tate. Oh, what a weird, 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 weird situation it is. But true, Michael. Very true. Ja, weird, 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 weird situation, sagt dann jetzt der Brad. Und das ist genau der Titel von dem Buch von Dave McGowan. Weird Scenes at the Canyon. Dann gehen wir weiter zu Sharon Tate. Wir sind ja noch lange nicht mit durch. Also, am 15. Februar sind Sharon Tate und Roman Polanski, zwei Schauspieler, sind eben zum Cielo Drive dann halt da umgezogen. Ne? Am 15.02. ist das Datum der Sonnenfinsternis 1961 in ihrem ersten Film Barabbas. Aber wie gesagt, muss nichts heißen, muss nichts bedeuten.
Für astrologische Konsultationen sind Sonnenfinsternisse von eklatanter Bedeutung, aber das ist jetzt nicht irgendwie positiv. Barabbas ist ja auch nicht unbedingt positiv, ne? Also auf jeden Fall stimmt das, 15.02.61 war eine Sonnenfinsternis, ne? Ob die jetzt hier in den USA zu sehen ist, weiß ich nicht, aber sie ist auf jeden Fall dann da. Barabbas ist übrigens der Räuber und in Matthäus als berüchtigter Gefangener geschrieben. Er hatte einen Mord begangen, ne? Ja, ja. Die Juden, angeführt von den hohen Priestern und Ältesten, forderten anstelle des Herrn Jesus die Freilassung von Barabbas. Ja, aber das... sie ist halt Schauspielerin. Meine Güte, Michael, jetzt komm, mach da nicht so viel Heckmeck. Ja. Die war da gerade 18, die hatte 18, also 18, 6, 6, 6. Die hatte einfach in dem Film gespielt, wo es sich um eine biblische Figur ging. Das kann doch alles nur ein Zufall sein. Also, geht so weiter. Alles hat also mit Symbolismus zu tun hier. John Lennons Yoko Ono, Bad Info. Ja. John Lennon, Yoko Ono, genau dieselbe Geschichte. Gibt es doch einen Raum, der heutzutage da 702 und so weiter, der hat 7 Tage in dem Raum 702 verbracht, im Hilton Amsterdam. Das ist der berühmte John-Lennon-Raum. Das ist fast wie so ein Hohepriester, ne? Alles in Weiß, ne? Bett, Frieden. Weißt du noch, wo vor ein paar Jahren die ganzen Obelisken plötzlich überall rumstanden? In Amerika, in den USA. Ja, also der Obelisk, yeah, right. Und Saturn hat jetzt übernommen. Really ist auch sehr schön hier, dass also bei dem Musikvideo von der Ballade von John und Yoko plötzlich der Rolls Royce von Sharon Tate auftaucht. Interessant, Sharon Tate, Rolls Royce, Moment, da war da was mit Bruce Lee. Bruce Lee hat da gesagt, Mensch, der wollte doch einen Rolls-Royce haben. Wie Muhammad Ali, ne? Ich bin der Größte, hat der Muhammad Ali gesagt. Ne? Ja, Bruce Lee hat sich ja mal die Prospekte angeguckt und hat dann wohl jetzt aus dem Buch von Tom Bleeker, Unsettled Matters, hat er gesagt, Mensch, also ich habe den Rolls-Royce jetzt bestellt. Ha. Wenn der Rolls-Royce ankommt, weiß ich genau, was ich mache. Ich werde runterfahren zum Hafen und dann werde ich eben Roman Polanski und Steve McQueen auf dem Autotelefon anrufen. Autotelefon 1973, also ihr könnt euch dann vorstellen, das ist High-Tech. Und wenn sie dann fragen, woher ich dann anrufe, würde ich sagen, Mensch, von dem Rücksitz meines Rolls-Royce. Und ich gucke mir gerade die Junken an im Hongkong-Hafen. Und jetzt höre ich gerade, dass also jetzt mit einem Musikvideo von John Lennon und Yoko Ono so der Rolls-Royce vorkommt von Sharon Tate. Ich meine, da brauchst du bei dem Text musst du auch nicht mehr überlegen, welchen Geisteskindes da so ein John Lennon ist, ne? Sie werden mich kreuzigen. Diesmal mit einem anderen Kennzeichen, EUC 1000. Aber Hauptsache, dass Bruce Lee dann in dem einen Atemzug nicht nur jetzt hier Steve McQueen als bestbezahlten Schauspieler dann hier erwähnt, sondern auch Roman Polanski. Ah, guck. Warum? Kriegen wir später raus. Du könntest bei der jetzigen Recherche sagen, okay, das hat ihn dann zum Schluss auch irgendwie dann wirklich alles gekostet und er hat ihm wirklich alles übertrieben. Ja, andere sagen, dass also die Regierung genau weiß, was da passiert ist. Aus der Biografie von Kirk Douglas, ein weiterer Schauspieler, sagte der, naja, also Jay ging mit Sharon Tate, bevor Roman Polanski eben sie da jetzt geheiratet hat. Und es gab eben dann hier Gerüchte und Rednerei und so weiter, dass ihre Romanze immer weitergelaufen hätte. Sogar bis zu dem Punkt, dass das Kind unter Umständen von Jay gewesen ist. Er hat gesagt, ich kenne Sharon Tate, ein hübsches, naives, junges Mädchen. Ich habe es am Radio gehört und so weiter, die schockierende Story und so weiter, was du eben dann in Fiktion und in Bildern siehst und in Filmen siehst und so weiter. Ja, er hat gesagt, also das Kind könnte ruhig von Jay Sebring sein. Ja, interessant. Ja, ist eben ein anderer Schauspieler, der wieder eine andere Geschichte erzählt. Ne? Auf der Seite 390 in dieser Biografie, Comrade Douglas, schreibt der Kirk Douglas, ich hatte mal eine Rede in Lodz, diese berühmte Filmschule, wo eben Roman Polanski damals da studiert hat und besucht hat. Mhm. Ja, ja. Alle kennen sich da. Hier von der Biografie von Polanski in 16. Zwischen Orgien,
von Film anschauen und so weiter, haben ja rumgehängt und haben uns eben dann so die Plätze angeguckt, die wichtig sind. Üblicherweise die Terrasse vom Carlton Hotel, die war eben ein Treffpunkt für alle, die eben sehen und gesehen wollen werden. Eine jüngere Amerikaner war speziell verdächtig her und so weiter. Tall and dark with slightly projecting teeth, also groß und dunkel mit hervorstehenden Zähnen, hatte eine relaxte amerikanische Art. Er stellte sich selber vor als Victor Lowndes, ein Partner von Hugh Hefner, also Playboy, in der Playboy-Organisation. Und er hat mir einen Drink ausgegeben, sofort. Und wenn ich irgendwann mal nach London käme, wo er gerade Playboy European Operationen jetzt da angefangen hat, ne, dann soll ich ihn sofort kontaktieren. Aha, hat also mit Playboy auch etwas. Roman Polanski sagt, ich bin ein Agnostiker, wie auch immer, ich glaube nicht mehr als in Satan als böse Inkarnation, als ich beliebe in einen persönlichen Gott. Also ich glaube einen persönlichen Gott. Die ganze Idee ist in Konflikt mit meiner rationalen Sicht der Welt. Ja, da kannst du mal sehen, ne? Das ist auch ganz klar. Das sagt er nach außen hin, ne? Aber was er promotet, ist Satanismus. Hier wird natürlich erzählt, dass die Manson-Familie dann noch eine ganze Menge andere Menschen ermordet hätte. Du weißt aber natürlich genau nicht, ob das nicht auch wieder irgendwelche, ja, ne, Crisis Actors und was weiß ich ist. Also nochmal, wenn da also die Regierung mit drin hängt, dann kannst du alle Dokumente, du kannst alles machen, was du willst, ne? Er hat mir dann direkt bei unserem ersten Treffen nach der Ermordung von Sharon Tate erzählt, dass es da eine mögliche Involvierung gäbe einer bekloppten Hippie-Bande, die eben unter einem Führer da versammelt ist, ein bekloppter Kerl, der sich selber Jesus Christus nennt. Ne? Mhm. Ist auch sehr interessant. Ne? Roman Polanski kommt eben von Rom. Ne? Also der Name, der ihm gegeben worden ist, hat schon eine Referenz an Rom. Schon interessant. Ne? Roman Polanski hieß jetzt der polnische Roman. Und der römische Pole. Und der ist jetzt 90. Eigentlich heißt er ja Raymond Thierry Liebling. Aber da musste er sich wohl als Jude verstecken und deswegen hat er sich dann Polanski genannt. Ne? Also Raymond ist nicht Roman, ne? Mhm. Wait, he changed his name to Roman? Yes. He didn't have the name. Ja, der hieß Raymond, der heißt nicht Roman. Oh, wow. Das ist jetzt Miss Sharon Tate, Miss Richland 1959, geboren ist die Dame 1943. Ja, ja, die ermordete Unschuld, ne? Ist halt nur Playboy, ne? Passiert nichts. Playboy ist nur für Kinder. Happy Easter, Roman. Ne? Frohe Ostern, Roman. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey, das ist alles... Das ist ein Buch, was ich gefunden habe von einem gewissen Tom O'Neill. O'Neill sieht ja so wieder so ein bisschen aus wie irisch, also römisch-katholisch vielleicht. Sehr netter Mensch, der hat auch ein tolles Interview gegeben, hat ein Buch raus, das heißt Chaos. Er hat ein Buch raus, das heißt Chaos, Charles Manson, die CIA und die geheime Geschichte der 60er. This is a book I came across by listening to several YouTube videos from a certain Tom O'Neill. O'Neill sounds Scottish, by the way. Möglicherweise hat er auch etwas mit Schottland zu tun, aber gut, da kann der Mann jetzt erstmal nicht dafür. Operation Chaos war eine CIA-Aktion für Spionage, Inlandsspionage, das eben amerikanische Bürger in die Zielscheibe genommen hat, von 1967 bis 1974 offiziell, gegen die Friedensbewegung, also Anti-War Movement, ne? Und andere Protestbewegungen, ne? Die Gegenkriegsbewegung. Ja, und Sharon Tate war halt Militär, ne? Und andere Menschen auch, ne? Frank Zappa, Jim Morrison. Ja, und dann haben erstmal so die Mondlandung hat da von dem Problem von Ted Kennedy abgelenkt mit Chick Kiddick, wo da die Mary Jo Kopechne da wohl gestorben ist. Und dann kam eben die Sharon Tate-Mord und da hatten die Leute dann zu Hause vor der eigenen Haustür mehr Angst als um die Jungs in Vietnam, vermute ich. Tom O'Neill hat gesagt, dass die Amerikaner Drogen getestet haben an Menschen ohne ihr Einverständnis oder ohne dass diese davon wussten.
Ne? Und dass der Charles Manson von der CIA bezahlt geworden wäre. Und wenn du dann mal überlegst, dass der Charles Manson ja nach der offiziellen Biografie einen Großteil seines Lebens vorher im Gefängnis und nachher dann auch verbracht hätte. Es gibt da wohl eine Pressemitteilung, dass also ein paar Minuten, bevor er dann erfahren hat von dem Mörder, von der Mord an seiner Ehefrau, war Polanski an einer Party in London und hat eben dann den Tod eines Freundes dann da diskutiert und hat dann wohl einen Spaß gemacht, gesagt, eeny, meeny, miny, mo, who will be the next to go? Also eeny, meeny, miny, mo, wer ist denn der Nächste, wer ist denn als Nächster dran? Und dann hat das Telefon geklingelt und dann hat er also dann gehört, dass seine Ehefrau und seine Freunde brutal ermordet worden sind. Wenn ihr das glaubt. Und dann hat er wohl auch einen Freund dabei gehabt oder irgendjemanden gesagt, von wegen, ja, did she know how much I loved her? Did she? Did she? Na, hat sie gewusst, wie sehr ich sie geliebt habe? Hat sie das gewusst? Hat sie das gewusst? Ja. Moment mal, wir reden jetzt hier von einem Horrorregisseur und von einer Schauspielerin, ne? Richtig? Richtig. 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 Roman Polanski von seinem Haus, wo eben Pick draufsteht, offiziell mit dem Blut seiner Ehefrau. Ich mache mich natürlich jetzt hier nicht lustig über irgendeinen wirklichen Mord. Also offiziell wollte die Manson Family ja Krieg haben mit den Schwarzen. Und im Laurel Canyon wollten sie eben so eine Gegenkriegsbewegung dann da bekämpfen. Ne? Und ich glaube, die lachen uns einfach nur ins Gesicht, wie hier der LSD-Professor Timothy Leary, genau, der eben auch für die CIA wohl gearbeitet hat. Angeblich haben sie ihn aus dem Gefängnis befreit und ist dann in die Schweiz geflüchtet. In die Schweiz, hallo, das ist ja wohl klar, warum in die Schweiz, weil natürlich die Schweiz niemanden ausliefert. Hm. Hat wohl noch andere Gründe, ne? Ach, übrigens ist Roman Polanski auch in Schweiz. Guck mal, der hat auch wieder mit dem Black Panther zu tun. Meine Güte, die Welt ist so klein. Nicht, dass sie noch den Roman Polanski da getroffen haben. Ja, Peace, also Frieden, Frieden für die Ungerechten, ne? Guck dir den Songtext an von John Lennon. Ja? Revolution, Evolution, Masturbation, Flagellation, Regulation, Integrations, Meditation, United Nations. United Nations ist der Ein-Weltstaat des Vatikans. Ne? Herzlichen Glückwunsch, Congratulations. Revolution, da meinte natürlich Lucifer mit. Ne? Evolution ist klar, Masturbation auch klar, Flagellation, Regulation, Integration, Meditation und United Nations. Ja, das ist irgendwie alles, das ist unsere heutige Situation, die wir hier haben, ne? Die letzten Sachen, ne? Integration, Meditation, United Nations, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Wir reden von Lied Anfang der 70er. Hier, nee, Quatsch, 69 sogar. Ach, schon wieder 69, meine Güte. Ja, hier steht es 69. Ich hätte es jetzt auf 2 Jahre später oder so geschätzt, ne? Also 69. Na gut, geht weiter. Gib dem Frieden eine Chance. Ja, was sagt Jesus? Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Ja, also wenn irgendjemand hier Frieden haben will auf der Welt, dann ist das ein satanischer Frieden. Das heißt, die wirklichen wahren Gläubigen, die Christen, sollen ausgerottet und umgebracht werden. Ne? Das ist der Frieden, den die meinen. Hier steht es da, Matthäus 10, 34. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Die Bibel, die wird irgendwann nicht mehr gedruckt werden. Da würde ich mal stark von ausgehen. Muss wohl Peace für den Antichristen sein. Yeah. Peace for Pagans. Yes. Yeah, it's the same. Like you see this guy, this. Ach so, jetzt habe ich das hier. Das ist derselbe Mensch, John Lennon. John Lennon, who said that the Beatles are bigger than. In Imagine, der gesagt hat, Mensch, die Beatles sind größer als Jesus Christus. Und der hat also da auch, zumindest hat er gesungen, aber das selber geschrieben hat, wage ich ja immer noch zu bezweifeln. Aber er hat auf jeden Fall jetzt ein Lied da jetzt rausgebracht. Royce, ja, schon. Also ganz klar, welches Auto der dann fährt, ne? Ein Rolls-Royce. Und der wird jetzt den Menschen verkauft, der Kerl, als Anti-Establishment, gegen die Gesellschaft. Ne? Fährt aber so einen bunten Rolls-Royce. With Muhammad Ali and with so many people, huh? So, Imagine, in dem Text steht dann auch drin, stell dir mal vor, es gibt keinen Himmel. Ne? Ja, es ist doch klar, welche Agenda diese Leute haben.
He's an agnostic, yeah, right. Spirit of Antichrist. Roman, no. Like Roman Polanski. He has no hell below us, above us only sky. Or what's the name of sky in French, Spanish and Italian? Über uns nur der Himmel. Was war das nochmal in Französisch, Italienisch Cielo. Oder Italienisch, Spanisch? Cielo, ne? Cielo Drive. Cielo, ne? Ja, Drive. Ja, ja. Ach ja. Imagine Ocean 2, where is it? Ja, er sagt ja auch jetzt hier, keine Religion, no religion. Er sagt jetzt hier, imagine no possessions. Also stell dir mal vor, keine Besitztümer. Und der Mensch, der hat dann Rolls-Royce gehabt, ja. Und Geld wie Heu. Mann. Die Agenda, die in den USA läuft, Laurie Kenny, die Agenda, die in England läuft, Swing in London, Swing in 60s. And by the way, that John Lennon officially was shot in the Dakota Hotel, where Rosemary's Baby from. Ja, und der Lennon ist da dann offiziell erschossen worden vor dem Hotel Dakota, wo eben dann noch Teile des Films Rosemary's Baby gedreht worden sind. Was wiederum von Roman Polanski. Er wird ja schwindelig durch die ganzen Zufälle. Also dieser Mensch ist nicht nur jetzt hier ein Regisseur, sondern eben auch ein Schauspieler. Der natürlich erzählt und Tränen vergießt, dann weißt du nicht, ob das echte oder sogenannte Krokodilstränen sind. Ne? Als ich dann gehört habe, dass also sein Freund Wojciech Frykowski auch jetzt dann noch so ein Drehbuchautor ist, ich denke, das sind unfassbare Zufälle da, ne? So, jetzt muss man eben gucken hier. Krokodilströnen ist ein Tränensekret, das verschiedene Arten der Krokodile während des Fressens absondern und das als Heuchelei interpretiert wurde. Nach einer sagenhaften Vorstellung lockten Krokodile ihre Opfer an, Moment, indem sie wie ein Kind weinten. Ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, ne? Ja. Und da hat einer geschrieben, zu Recht meine ich Psyop 101, Colonel Tate und früherer Major Folger, beides Geheimdienstoffiziere, die hinter den Szenen arbeiten, während dann die Töchter die Hauptrollen spielen für das Operation Chaos. Und ich würde das als die wahrscheinlichste Alternative annehmen. Von beiden Opfern sind die Eltern jeweils Militäroffiziere. Wir reden jetzt hier inzwischen von einer höchstwahrscheinlichen Militäraktion. Jetzt, glaube ich, wird es aber langsam spannender. Da gibt es immer noch Leute, die sagen, ach, ihr seid hysterisch und so weiter. Wo hast du das denn her? Wo ist denn dein Beweis? Ja, gibt es einige Menschen, die eben offiziellen Dokumenten und solchen ganzen Sachen trauen und glauben, ne? Ja, und das möchten halt die meisten Menschen nicht. Die möchten weder aufgewacht werden, noch eben das Narrativ nachfragen, ne? Ja, das heißt, du musst also jetzt alles in Frage stellen, ne? Den Gerichtsmediziner, die Polizei, den Gerichtsverlauf, the news. Ja? Journalisten. Du musst alles jetzt in Frage stellen. Also, unter Umständen war ja das Kind gar nicht von dem Herrn Polanski. Ne? Ist ja möglich. Kirk Douglas sagt das zwar, aber ist ja jetzt auch egal. Vielleicht ist es eine falsche Fährte, ist aber auch egal. Auf jeden Fall ist es recht ungewöhnlich, wenn also die hochschwangere Frau und der Mann ist also dann da in London, zwei Wochen vor der Niederkunft, und der frühere Freund ist dann dabei, ne, der dann öfter auch schon dabei gewesen ist, der mit ihr noch geschwommen ist im Schwimmbad und so. Mhm, sehr seltsam. Kermit and Miss Piggy. Ist ja ungefähr so wie Kermit und Miss Piggy, ne? And if you don't get that joke, you will Wenn du jetzt it. Den Witz nicht verstehst, dann werde ich ihn jetzt direkt erklären. This is Miss Piggy. Das ist Miss Piggy. And Muppets started in 1975. Und die Muppets haben angefangen in 1975. Sharon Tate happened in 1969, you know. So, und dieser Mord an Sharon Tate ist also 1969 passiert. Das wissen wir ja. Speziell Nacht, wo eben der Mond in das Tierkreiszeichen Krebs dann reingeflogen ist. And that is the, how could it be, the Rolls-Royce. Und das ist der, wie kann es anders sein? Der Rolls-Royce von Sharon Tate, zumindest Sharon Tate posiert auf diesem Rolls-Royce. Mit ihrem Gesäß. Ja? Und sie ist anscheinend da schon schwanger, zumindest hält sich die Hand vom Bauch, warum auch immer. Vielleicht hast du da gerade irgendwas Schädes gegessen, ich weiß es nicht. Kann also das Datum nicht validieren. Jetzt guck doch mal bitte das Kennzeichen an. Can you see that? I can enlarge it. Ich kann das ein bisschen größer machen jetzt hier. Look at the license plate. It's guck dir mal das Kennzeichen an. PGY. PGY. Piggy. Piggy. Miss Piggy. Miss Piggy, sag ich doch. Sure. That's Miss Piggy. And look at the numbers. Guck dir mal die Nummer an.
33. 33. Freemason. Freimaurer. It's like 11. She was of course 8.5 months pregnant. Nein, 11, 9, 11 Ritual, also satanisches Ritual, Offenbarung 9, 11, genau wie die Anschläge damals, 2001. Ja. Und das hat wohl irgendwas mit Freimaurerei zu tun und nicht nur damit, das hat wohl offensichtlich damit zu tun, dass da eine ganz große Geschichte hintersteckt, ne? Weil das ist Miss Piggy. Plus 1 plus 2 ist 11. Ne? Und sie war ja 8,5 Monate schwanger, erinnert euch, ne? 8 plus 1 plus 2 sind 11. Freimaurerei, schon wieder, Genesis 11. So, geht aber weiter. The most famous number in Freemasonry, 11 and, also die berühmtesten, berüchtigsten Nummern in der Freimaurerei, 11 und 33, alle wunderbar zusammen. Genau wie bei Kennedy, 22.11. haben wir jetzt bei ihr die 33 hier. 22nd and 11 makes 33. So, and then, so und da habt ihr das Peak. Makes even more sense. Das macht das richtig Sinn. Although I have seen Miss Piggy people, und dann Pig. People who say, okay, yeah, that's also has another meaning because that was not Sharon Tate's blood, but they used pig blood. Und jemand anderes, der da sich da mal Gedanken drüber gemacht hat, der hat zumindest eine sehr, sehr plausible Erklärung dafür und hat gesagt, naja, das ist doch ganz einfach, warum da Pig draufsteht. Die haben das nicht mit Sharon Tate's Blut gemacht, sondern mit Schweineblut. Pig heißt ja schließlich Schwein. Die haben ja nicht gelogen, die haben einfach Schwein da draufgeschrieben, weil das Schweineblut war. Das ist ja auch eine mögliche Alternative, ne? Kann ich nicht beweisen, kann niemand beweisen, ja? Aber nochmal, der Mann, der jetzt ja so fassungslos da rumsitzt, Roman Polanski, der ist Drehbuchautor und der ist Schauspieler. Dem willst du glauben? Ihr wollt dem glauben? Der Mann hat Tanz der Vampire gemacht und Rosemary's Baby gedreht über ein Kind, was dann dem Teufel gewidmet werden soll und solche ganzen Geschichten. Ne? Und dem wollt ihr glauben? So, und wenn du jetzt mal weiter überlegst, ja, dann ist sein Schwiegervater, also der Papa von Sharon Tate, ist sein Schwiegervater Geheimdienstmensch in der Vereinigten Staaten Armee. Ja, das heißt, der Typ hat zumindest, weil er die Tochter eines hochrangigen Geheimdienstmitarbeiters geheiratet hat, der hat ja zumindest eine Geheimdienst-Clearance. Ja, stark von auszugehen. Ja, ja. Das heißt, der Mensch hat irgendetwas, vor allen Dingen, weil er da in Laurel Canyon wohnt, hat irgendetwas mit der CIA zu tun. Roman Polanski. Dann würde das auch unheimlich passen, dass er im Exil lebt, in der Schweiz, ne? Templer-Ritterland, CIA, Kreuzritter. Die Welt ist so klein. And he's directing horror movies. Ja, und der, was macht der? Der dirigiert Horror-Movies, also Horrorfilme. Ja, und hat halt den eigenen Horrorfilm zu Hause. Ich weiß noch nicht mal, ob der wirklich in London gewesen ist. Ja, Piggies, so wie Pink Floyd Pigs, ne? So, also, da dürftest du dir auch jetzt nicht den Psalm 23 anhören von Pink Floyd in Pigs, ne? Das ist dann genauso ätzend. Ja, Miss Piggy 33. Miss Piggy 33. Murdered Innocence, ne? Ne? Ermordete Unschuld, ne? Ganz klar. Of course, mhm. Vietnam. Ne? Vietnamstern, Pentagramm, rot direkt, ne? Ja. Vater, Geheimdienst, ne? Dann Schütze, ne? Sagittarius, Golden Gate, ne? Alles völlig normal hier. Everybody looks to the star. Klar, ne? Ja, weißt du, jeder guckt natürlich nur auf den Stern dann und sagt direkt, na klar, dass die Frau, die für Vietnam ist, ne? Die gucken nirgendwo anders hin, ne? Und weil die nirgendwo anders hingucken, weil die so abgelenkt sind, die Menschen, und einfach Angst haben um Sharon Tate, dass sie sich hier erkältet auf dem Bild, deswegen sehen sie auch nicht, dass die Frau einen Bogenschützen darstellt und dass das einen ganz anderen Hintergrund hat. Denn habt ihr schon mal irgendjemanden gesehen oder gehört, der aus dem Vietnamkrieg da wiedergekommen ist und der gesagt hat, Mensch, also das war so der absolute Horror. Wir hatten zwar die beste Ausrüstung der Vereinigten Staaten Armee mit Hubschraubern und alles und so weiter, aber die haben uns so fertig gemacht mit ihren Bogenschützen. Das ist jetzt Roman Polanski, die Beerdigung von Sharon Tate, mit irgendeiner Blondine. Na klar. Kann nicht ohne junge Frauen sein. Der Rolls-Royce, den Polanski dann eben gekauft hat für Sharons Geburtstag, man feiert in diesen Riegen natürlich dann Sonnenrevolution. Da erinnere ich mich an ihren Stolz und so weiter, als sie mich mal mitgenommen hat, sagt jetzt hier Terry O'Neill, wer auch immer das ist, ja, und
Ich bin dann in Los Angeles gelandet, einen Tag nach ihrer Ermordung, und zwar, das war ein Rolls-Royce Silver Cloud, also silberne Wolke, der eben weiß lackiert worden ist mit getönten Fenstern für die Privatsphäre. Da musst du aber echt schon auf den Hund gekommen sein, wenn du der offiziellen Geschichte glaubst, ne? Dass sie so auf dem Rolls-Royce sitzt mit einem Hündchen und die ermordete Unschuld vom Lande ist. Wenn du das dann machst, dann bist du wahrlich ein richtig toll, gut adressierter, erzogener, programmierter Staatsdiener. Herzlichen Glückwunsch. Und dann darfst du auch alle 4 Jahre an die Urne, um deine Stimme dazu verbrennen, um Kreuzchen zu machen. Denn viel mehr als ein Kreuzchen darfst du nicht machen, weil du ja ein schön artiger, lieber, verständnisvoller, schön konformer, dressierter, programmierter Staatsbürger bist. Dann darfst du solche Sendungen nicht sehen, denn solche Sendungen könnten dich wirklich, wirklich besorgen. Und du machst dir natürlich dann auch getönte Fenster in deinem Rolls-Royce, ne, weil du natürlich völlig unauffällig unterwegs bist in einem schneeweißen Rolls-Royce, klar. Knows who you are. Keiner weiß ja, wer du bist, ja, weil du ja so viele Rolls-Royces rumfahren hast, die so ein Kennzeichen haben. Ne? That's why you have tinted windows, because you got the famous license plate Piggy 330. Oh. No, no. Roman hat alles weggegeben, was Sharon besessen hat. Ne? Er gab seinen eigenen Ferrari an Sharons Vater, der eben sich zur Ruhe setzen wollte von der Armee in diesem Jahr. Boah, klar, hat er sich wahrscheinlich gedacht, jetzt habe ich meinen größten Coup gelandet 1969. Ne? Denn es war Sharons Traum, um ihm einen Sportwagen zu kaufen. Ist das nicht herzzerreißend? Ja, alle diese Geschichten, dass Sharon irgendwie mit Drohnen zu tun hat, sind nicht wahr. Ja, sie war das nicht speziell oder zumindest nicht, nachdem sie dann schwanger wurde. Das meint aber auch, dass während der Zeit dieses Rituales der Herr noch in Dienste der Vereinigten Staaten Geheimdienstes war. Ne? Ja, auch jetzt hier das Datum der ersten Atombombe. Auch auf der 33-Grad-Linie, Parallele Hiroshima. Aber es ist natürlich alles nur ein Zufall. In Nagasaki fiel die Bombe am 9. August. Genau in der Nacht, ein paar Jahre früher eben, wo Sharon Tate so offiziell ermordet worden ist. Ne? Und einer der ganzen Verdächtigen, Susan Cranwinkle, war dann auch Jesuiten kontrolliert oder Jesuiten trainiert. Und Roman und Sharon lebten nur ein paar Straßen weiter von der Process Church, die ja laut John Todd so brutal und gefährlich ist. Ist dann auch so ein Boogeyman, also so ein Mensch im Wandschrank, wie der Volker Pismas mal gesagt hat. Wie dann so eben so Al-Qaida oder jetzt hier so Osama Bin Laden und so. The Process Church of the Final Judgment war eine britische religiöse Gruppe, die eben 1966 gegründet wurde, im selben Jahr wie die Kirche Satans in San Francisco. Für mich sind das alles Ableckungsorganisationen. Ich glaube da nicht dran, dass das alles so unabhängig ist. Ich glaube, das sind alles Regierungsorganisationen. Ja, Rolling Stones sind da auch mit drin, aber das dauert jetzt alles so viel, das ist einfach so viel Information. So, und da haben wir natürlich jetzt wieder unsere Karte 12 von dem Gehängten an einem Seil, ne, mit den Füßen aufgehängt, wie das ja eigentlich so der Charles Manson angeblich haben wollte. Cedo Drive 50/100, am 8.9.1969 ergibt zusammen 42. Auf September, ja. Nein, nicht per Anhalter in die Galaxis oder durch die Galaxis. Die Anzahl der ägyptischen Richter im Totenreich, wir reden jetzt hier von Freimaurerei, deswegen hat es natürlich auch mit Ägypten zu tun. Der Screenwriter, also jetzt hier der Drehbuchschreiber Wojciech Szwajkowski, auch interessant, wenn der da jetzt da gewesen ist und da umgebracht worden ist, also offiziell. Und es ist sehr interessant, weil das ist so ähnlich wie in dem Film von Kubrick, A Clockwork Orange, wo dann auch da zu Hause jemand da aufgesucht und sie haben also alles zu tun, Frykowski, ja, haben also alles zu tun mit Fernsehen, ne?
Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ob der jetzt, der hier im polnischen EGP da drin steht, jetzt noch verwandt mit dem ist, mit irgendwie Big Brother Reality Show. Ja, und Abigail in Folge, da haben wir ja gesehen, da war ja eben der Vater auch Geheimdienstoffizier, ne? So, wer noch eingeladen war, war Steve McQueen. Ja. He had invited actor Steve McQueen that night. Aber der konnte irgendwie Steve McQueen, nicht. You know, that's the biggest idol of das ist der größte Bruce Idol, der große Vorbild von Bruce Lee, der Mann, den es zu schlagen gilt, der der größte Held ist und meiste Geld verdient. So, und Porsche fährt der Steve McQueen, Porsche fährt Bruce Lee und Porsche fährt auch Jay Sebring. Der fährt einen 911er. Und der war ja auch ein gehängter Mann, ne? Und deswegen ist es auch ein 911 Sharon Tate Ritual. Das Auto war draußen da vor dem Cielo Drive geparkt. 1969. Ja, da ist er doch, der Schwarze da, der Schwotte. Ja, da ist ein alter 911er. Porsche. Oh, Jay Sebring. And by the way, this is Sharon Tate's dad with the Ferrari. Das ist Sharon Tates Papa mit dem Ferrari. Ja, der Roman Polanski kann aber wirklich richtig nett sein. 1969 kann auch zu tun haben mit der Geschwindigkeit von Saturn, der ja für Satan steht, der Herr der Ringe. 1969, 9,69 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit von Saturn. Wenn du natürlich lang genug suchst, findest du natürlich alles. Die erzählen natürlich auch, dass es da einen sechszackigen Stern gäbe auf dem Dings, auf dem Saturn. In dem weißen Album von den Beatles, da gibt es auch Number 9, was natürlich dann auch die Nummer 9, also Kapitel 9 von der Offenbarung sein kann, damit Satan. Ne? Du kannst aber da alles erfahren auf der Beatles-Bibel. Daran sieht er doch schon, was da passiert. Und angeblich, wenn man das rückwärts dreht, dann heißt es eben Turn Me On Dead Man, angeblich diese Legende, dass Herr Paul McCartney dann da umgekommen ist in einem Verkehrsunfall. Wo ich nie reingegangen bin in den Fall, weil ich da so viele Dinge sehe, dass ich da im Endeffekt final nicht dran glaube. Ja, aber Revolution 9 und so weiter hat eben ganz, ganz viel zu tun mit dem Buch 9, dem Kapitel 9 des Buches der Offenbarung. Manson hat das eben dann gesehen als Anstiftung zur Revolution. Und er hat dann eben angeblich dann verwechselt Lennons Schreie auf Right, Right zu Rise, Rise, also erheblich, erheblich. Und ja. Du musst halt alles glauben. Somebody hears a Beatles song and he posts himself to be Jesus Christ and orders people to kill somebody. Wow. Piggy's Song. Woodstock Festival, Rosemary Woodhouse, Woodstock. Ja, Woodstock Festival eine Woche später ist für mich alles überhaupt kein Zufall. Happy Mother's Day. Rosemary's Baby, Rosemary's Woodhouse. Ja, to the nitty gritty. Star Spangled Banner. So, und jetzt genau hier, hören wir jetzt einfach mal auf. Ich muss auch mal Pause machen, ich mache das an einem anderen Tag weiter. Das war der erste Teil, beziehungsweise die erste Hälfte der Folge 12. Ja, könnt ihr euch mal vorstellen, wie viel Material das alles ist für 40 Folgen. Manchmal geht es ein bisschen holter die Polter, weil ich bräuchte es eigentlich jetzt noch einen Mitarbeiter, der nur die ganzen Sachen jetzt in die richtige Reihenfolge hier bringt. Da sitzt ja schon Stunden dran. Für mich wichtig hier, dass wir einfach mal alles hinterfragen, was da überall läuft. Ne? Also es klärt sich ja langsam auf hier, der Horizont, hoffe ich mal zumindest, dass diejenigen, die immer bis jetzt brav alles geglaubt und geschluckt haben, oder den Ärmel hochgekrempelt haben, vielleicht mal jetzt langsam begreifen, dass da, was da oben entschieden wird, immer irgendeinen anderen, ganz anderen Hintergrund hat. Und deswegen gucken wir uns diesen anderen Hintergrund in der nächsten Folge weiter an. Das heißt, ihr habt jetzt den Deutschen, habt ihr sogar noch eine Folge mehr. Es werden also mindestens 41 Folgen. Und deswegen dürft ihr mich jetzt echt bitte nicht fragen nach irgendwelchen Skripten oder irgendwelchen Sachen. Ich habe für alle anderen Sachen keine Zeit mehr, wirklich nicht. Ich weiß schon nicht mehr, wann ich das hier alles machen soll. Das muss ja jetzt, wird jetzt hier 3 Stunden aufgenommen, dann nochmal mindestens 3-4 Stunden geschnitten, hochgeladen, alles. Also bis ich eine Folge fertig habe, sitze ich da mehrere Tage dran nebenbei. Aber ich mache das, weil damit wenigstens ein paar Menschen wirklich ein für alle Mal wirklich sagen, also hier, egal was da kommt aus dem Radio- und Fernsehapparat, ne, kannst denen nicht glauben. Ne?
Darfst du nicht. Du musst deine eigenen Gedanken machen, ne? Deswegen schließ mal diesmal wie immer mit der Bibel oder eigentlich am besten mit der Bibel. Und zwar Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein, danke fürs Kommentieren. Alles Gute, lest eure Bibel und bis demnächst. Maranatha.